So, herzlich willkommen zum heutigen Spiel im Moin. dritten League of Legends Pfälzer E-Sports e.V. Turnier. Heute ist Wow. der Julian dabei. Moin. Endlich. Endlich darf ich mit Julian casten. Habe ich mich sehr schon drüber Mal gefreut, drauf gewartet. als ich es gesehen habe, dass du geschrieben hast, dachte ich so, ja. Nice. Hi Stelzel. Und danke dir auch schon direkt für den Sub. Moin. Alter, er gehört direkt 7 Monate. Einfach Richtiger der älteste Söhne. Supporter von Anfang an dabei. Der erste Sub, den wir hatten. Einfach eine Legende hier. Ja, So. krass. Wir haben ihn ungefähr 5 Minuten das Game zwischen dem PES-Gewinner-Team mit Johann als Captain gegen das Team No Need Win Rate mit Thomas als Captain. Können wir auch direkt mal kurz in unsere Stat-Tabelle reinschauen, wen wir denn da so Schönes haben. Beide Teams sehr ausgeglichen. Wir haben den Mobile Insane Jungler beim PES-Gewinner-Team gegen den Algo-Team, auch ein insaner Jungler, wird interesting das Matchup. Und sonst. Ich spiele Tim gerade Jungle also im Solo Queue oder sowas. Weil ich weiß nicht, ob es in der Solo-Queue spielt, aber alles, was ich bisher gesehen habe, war schon sehr, sehr gut, was er im Jungle performt hat. Deswegen freue Okay. ich mich darauf. Aber es wird auch eine knaller Botlane beim Johan, der endlich mal seine ADC-Skills außerhalb der Prime League zeigen darf. Gegen den Thomas, der eindeutig ein besserer Dingens Xayah-Spieler ist. Ja, Thomas mit seiner Xayah bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, wie das wird heute. Ja, die Xayah ist halt wirklich immer insane. Da kannst du als Support alles reinpicken und gewinnst die Lane. Das ist ja Weil der genau seine Thomas Meta. so ein gutes Spiel ist. Uiuiui. Ups. Eieiei. Bei mir war das gar nicht so laut. Ja, ich dachte gerade, hä? Ist bei mir gerade jemand daheim angekommen oder warum höre ich gerade was doppelt? Ah ja, was haben wir denn sonst? Wir haben den Niklas gegen den Fini auf der Top-Lane. Wäre auch ein interessantes Matchup. Also könnte ich auch einen Swain sehen, der hat viel Swain gespielt. Swain Toplane könnte ich sehen. Könnte ich aber sehen, dass es weggepickt wird, weil er findet auch schon Swain Top gespielt. Ja, das Swain vom Niklas habe ich gehört, soll sehr gut sein. Den Mal kann er sehen, ob wirklich den gut. bekommt. Gegen eben den Sion vom Fini, wenn der nicht weggebannt wird, was ich mir ziemlich gut vorstellen kann. Oh, er wird safe sein picken. Einfach Er wird halt Top selbst Gank. picken. Das wird halt. Ich hätte gedacht, das wäre so ein easy Target Ban. Einfach den Sein wegnehmen und dann noch die Xayah wegnehmen. Und dem Ja, Yoto glaube ich seinen auch. Amumu wegnehmen. Weil das ist ja absolut ekelhaft gegen zu spielen. Ich hasse es. Ich habe es Bei mir auch, gehasst. ne? Ja. Aber ja. Mit deinem Mumu-Pack. Der war wirklich insane, der Yoto auf dem Amumu. Sonst ist es das dritte Spiel vom ersten Spieltag, wie man hier sehen kann. Das letzte Game folgt nächste Woche erst. Leider wegen Terminfindung, aber kriegen wir schon alles hin. Wir haben ja noch extra die Pufferwoche. Aber wie man sehen kann, hat hier das Team vom Phantom Tobi dem Team vom Ochi ziemlich hart auf die Schnauze gegeben mit dem 2-0. Obwohl das zweite Game war actually close. Nicht mehr ganz so dominant des Sides gewesen. Lohnt sich Welches Team actually ist das von Tobi? das Pain minus Pigeon in der Ah, Gruppe B. verwirrt. Da lohnt sich das Wort anzuschauen vom ersten Game. Da kann man sehen, wie das Silas 1v9 alles wegmacht. So. Krass. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch einmal warten, bis ich eingeladen werde in die Lobby. Und sonst kann man ja hier nochmal die Top-Spieler honoren. Die Kampfader 7 mit der besten KDA 10,33. Insaner ADC. Kann man denn noch Schönes sehen? Mal Wen Onimar mal mit dem Average CS, hat der Alpha Beaver. Ja, die meiste CS. 7,37 mal mit rein in die Olga. Beide gleich aufgeschlossen. Alter. Und auf ADC, ne? Aber Ne, Resi ist auf Mid, ne? rein in die Also Olga Alpha ist B, meinst Midlaner. du? Ja, okay, weil auf Mittel erwarte ich auch die meisten CS eigentlich. Das sind Ah. ein bisschen zu Power Farm Lanes. Aber jetzt ist es interessant, ist natürlich die höchste Kill Participation. Wen haben wir denn da? Den Lumpi, den Lukas, war ja Such nach den meisten selbstverständlich. Toten, ja. Such nach den meisten Ja, Toten. ich wollte gerade sagen, wer hat die höchsten Tode aber auch? Oh lol, das ist ja gar nicht mehr der Lukas. Oha. Nur 13 Tode, das finde ich aber sus. Ist er Wurde Gambit da. gestorben? Aber kann ja gar nicht sein. Muss ich mal gleich nachschauen. Ich wurde eingeladen. Streame. Ja, jo. Ich habe gedacht, dass der Lukas die höchsten Tode hat. Müssen wir mal schauen, die Pfälzer Altherren. 4 Tode und 9, 13. Ach, actually nicht die höchsten Tode. Da hat der Untamable mit 25 Toten aufgeholt. Davor war es der Lukas mit den höchsten Toten.
Yep. Ich bin in der Lobby. Müssen ich jetzt noch erwarte beim Lukas. Naja, okay. Sollen wir eine Umfrage machen, wer gewinnt? Ja, Mann. Ich mach mal eine, dann kannst du. Mach da mal eine, spielen. Ich bin schlechter drin, ich habe keine Ahnung. Der beste Streamer muss doch jetzt endlich mal eine gute Umfrage machen. Der auch jetzt nicht hinbekommen, ich sag's ja mal so. Ja, manchmal hängt das. Muss man dazu sagen. Das gibt doch immer zwei Games, ne? Ja. Zwei Games. Danke für die Nudeln. Mach ich mal schnell eine? Ich frag mich echt, was gegen Julian. Gegen Johann, beides fängt bei J an, aber ich bin bei Brain AFK einfach bei Julian gelandet. Ich frage mich, bis gegen Johann sein Team gebannt wird. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass die mal wieder den Victor und den Fiddle rausnehmen in der ersten Rotation. Also, ja, ziemlich sicher. Also Victor 100%, denke ich. Und Fiddle eigentlich, also immer, wo ich mit Abi gespielt habe, hat der Bauch immer Fiddle gebannt. Und alright, sonst... es geht los. Okay, ich sehe auch einen Swain dann. Oh. Da wurde... ich die Lobby aufgelöst, kurz. Scheinbar gab es doch noch ein Problem. Bisschen sus. Ich wollte vorher sagen, trotzdem schon mal vorm Draft. Hat er keine Zeit zum gucken, wer einen besseren Draft hat. Ja, eben. Oh, was ist denn los? Eine neue Lobby. Doch ein paar technische Schwierigkeiten eigentlich. Muss. Sehe ich eingeladen? Nee, danke. Ich bin eingeladen. Sehr gut. Schau ich bei dir rein. Ja, krieg ich mal hin. Ich muss ja sagen, im Cast mit Ochi und Thomas sind dauernd Beleidigungen zwischen den beiden gefallen. Das war schon sehr, sehr cute, wie die sich geneckt haben. Wegen LST oder was? Oder nee, einfach generell. Weißt du, wie die drauf sind. Und wir haben die ganze Zeit über LEC geredet, beziehungsweise die haben darüber geredet und ich habe einfach nur alles bejaht. Sehr gut. Wenn ich mit Ochi und Lars caste, ist immer so, dass Lars nicht ganz viel miteinander reden. Noch jemand sich das, der meint aber, hört sich das so an. Ja, es ist. So habe ich mich gefühlt. Ich hab einfach die Unterhaltung enjoyed und immer mal wieder was reingeworfen. Das war cool. Musste ich mich nicht so anstrengen. Hört man ja gerne zu, wenn man den Thomas und den Ochi bei sich dabei hat. Das natürlich, ist schon geil. Schon sehr true, aber nicht so gut wie. Ich wollte schon sagen. Wie wenn der Julian da ist. Das ist halt nochmal eine Stufe besser. Wollte schon sagen, ja. Ah ja, wochenlang nicht gehört. Und jetzt hört man ihn auf einmal wieder. Uff. Muss ich ja rar machen, weißt du? Uff. So. Eben. Aber jetzt geht's ja wieder los. Also es war ja bis. Habe nur zwei Games verpasst. Geht jetzt wieder los. Let's go. Sind noch nicht ready. Eieiei. Mal wieder nur technische Schwierigkeiten, was soll das? Aber ich fand's immer lustig, wenn du und Thomas gedingst hatten, gefiltert hatten bei Prime League. Was ihr da die ganze Zeit im Chat rumgeschrieben habt, war schon mehr entertaining als das Game manchmal. Geht aber los. So. Ja, Thomas, ja, nur bei einer guten Botlane. Weil ich stream die gleich direkt liegt, dann ist glaube ich besser. Bisschen voller Größe. Ich brauche noch keine Brille. Akali-Bann, okay. Weil der Elias Akali spielt. Ja. Ah, dafür fürchtet man sich vor, scheinbar. Dann bestimmt die anderen beiden trotzdem hier. Xayah und was hat er noch gehabt? Xayah. Ja. Aber der Aurelion-Bann wundert mich. Okay, hat der Peter Urinstein schon mal viel auf Aurelion gespielt, der Giz. Wie ist Horridon gerade? Weil der war so richtig broken. Der wurde genervt, ist in Low Elo immer noch sehr stark. Ich glaube in High Elo nicht mehr so strong. Ich bin mir aber nicht sicher. Da bräuchte man einen Fachmann dafür. Ein Fiora-Bann. Ich glaube nicht, dass der, wenn der nicht mehr so broken ist, Blind Picker ist, weil der hat super krasse Hardcounter in der Lane. Ja. Also alles, der ist halt super immobil. Also Syndra, alles, was für ihn ran kann, killt ihn einfach. Und ihn halt CC'en kann, wenn er stehen bleiben muss. Ich wundere mich aber eher, dass die Fiora statt dem Sign bannen. Fiora ist halt ein krasser Fremdfeld, ne? Ja, auch ein krasser Carry.
Kann der Finde ja ziemlich gut. Hatte man doch mehr Angst. Ihr seht doch auf der Seite beim Sign nur Türme einrennen. Naja. In der LEC hatten die auch den gegnerischen Bot-Jungle mit Sign zusammen invadet und den komplett weggenommen. Das war wirklich sehr interesting. Into einen Bot-Tower-Dive auf der zweiten Bot-Wave, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wer gespielt hat, aber es war wirklich eine sehr komische Strat. Vor 2-3 Wochen. Jarvan weg. Den Fiddle offen gelassen. Das ist jetzt wirklich scary, den Fiddle, den OTP vom Arvid offen zu lassen. Also, frag mich, ob er den pickt. Ja, das ist ein Free-Win eigentlich, wenn er den pickt, oder? Der ist ja wirklich insane auf Fiddle. Hast du jetzt gesagt. Okay, ich habe ihn selten Fiddle spielen sehen, weil der immer gebannt hat. Deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Also der hat sich mit einer krassen Winning-Streak in High-Platin damit gespielt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil ich dem seine Matches-Stream mal gestalkt hatte, weil Lukas meinte, dass er plötzlich nach High-Platin geclaimt ist. Krass. Also gut ist auf jeden Fall. Ja, der ist wirklich sehr gut. War auch sehr cool, mit ihm zusammen zu spielen. Ja, das stimmt. Oh, man hat die Wix. First Pick. Die Wix hat er auch gespielt, ne? Das wird andere Pick von Midlanern. Ja, will man dem Midlaner scheinbar jetzt mal Prio drauf, dass er seine Main-Champs bekommt. Aber ich frage mich, wo man den Amumu hinschickt. Wollte man den Amumu einfach wegpicken, weil der Yodo sonst vielleicht Support spielt? Kann ich mir vorstellen. Ja, Amumu Support ist jetzt nicht schlecht. Okay, die Elastic Saya. Ist eigentlich gut, jetzt gepickt zu haben, weil die wäre selbst sonst gebannt worden. Ja, oder Johann hätte sie selbst gepickt. Man, eigentlich, wenn die Xayah hier nicht gepickt hätten, wäre Xayah Rakan sofort gekommen, glaube ich. Das ist immer noch eine sehr starke Lane. Wirklich sehr, sehr stark. Kann sein können, ja. Oh, Talia. Das sind ja die interessanten Matchups. Also wir hatten letztes Mal noch Rakan. Wir hatten, glaube ich, eine Anivia into eine Zoe im letzten Spieltag. Das war auch super cool. Mal was Neues zu sehen, ja. Oh, man gibt dem Johann seine Jinx, sein Main. Also es könnte auch Xayah Rakan werden, by the way, ne? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Xayah Rakan picken. Ich habe, glaube ich, Yodo gesehen, dass er Rakan gepracticed hatte ein Game. Der kann den auch auf jeden Fall. Ja, ja. Der ist so oder so ein sehr guter Spieler. Okay. Ja, insaner Support. Ist aber nicht, nicht so gut wie natürlich mein Support damals, der Julian. Selbstverständlich. So. Natürlich. Ich sage das nicht, weil mein. Sage das nicht, weil mein Anwalt mir das geraten hatte. Legal reasons. Oh, ihr nehmt die Leona. Oh, okay. I like. Leona ist geil. Ja. Leona hat einen Vorteil, die kann halt. Wenn du halt Rakan pickst, brauchst du immer anderen, der engaged. Ja, das ist das Problem. Aber deswegen, obwohl, wenn du eine Vex hast, die reinfliegt. Ja. Ist eigentlich schon ein guter Follow-up, wenn du mit Rakan direkt drauf kommst, aber muss halt wirklich sehr, sehr weit laufen mit Rakan erstmal, bis du zu einer Vex aufgeholt hast. Okay, der Swain ist weg. Ich muss ganz kurz hochgehen, dass die Leona ein Braum ist. Ah, okay. Ich bin gleich wieder da. Alright. Alright. Da haben sie scheinbar nicht mehr rechtzeitig picken können. Hi. Hi. Okay, also irgendwie hat mir jetzt Jura geschrieben, die Leona ist wohl ein Braum, weil Elias nicht alle Champions hat. Verstehe ich das nicht ganz, weil, also. Hätte man ja vielleicht diesen anderen Draft-Tool benutzen können, aber meine Güte. Müssen wir halt nochmal schnell die Lobby gleich aufmachen. Ah, die machen eine neue Lobby dann einfach. Okay. Ja, ja. Xayah-Braum ist eine sehr gute Kombo eigentlich. Xayah-Braum, ja. Ist sehr stark. Also gegen die Lane ist auf jeden Fall stark. Und, fühlt sich einfach sehr geil an. Also du kannst halt mit Xayah-Braum so richtig defensiv spielen. Der kann quasi gar keiner was. Ja. Mir gefällt auch, dass sie Thresh gebannt haben. Thresh Jinx ist pretty strong gerade. Also wirklich sehr, sehr stark. Jinx momentan, ja. Ich glaube, S-Plus-Tier. Mit Thresh zusammen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist halt die Kombi, du kannst halt immer, wenn Thresh ihre Chompers schmeißt, wenn Jinx ihre Chompers schmeißt, kann Thresh die Gegner einfach reinehnen, dann ist der gestunt. Genau, das ist halt einfach wirklich extrem stark gerade. Trotzdem habe ich es nicht geschafft, mit Johann zu climben. Feels bad, man. Und Xin, okay. Ja, dieser Jungler, kann man nicht meckern. Aber Xin hätte ich Rakan jetzt aber gefühlt, das wäre cool gewesen. Ja,
Hakan wäre schon ein guter Pick gewesen hier. Also, wäre auch mit Vex fein gewesen, du hast eigentlich schon recht. Oder Xayah ist ja auch super fein, die braucht ja keinen Peel-Support. Ja. Aber Leona ist trotzdem stark. Ist ein guter, also guten HCC. Ein Ornn. Ah, Braum ist ja im Braum keine Leona. Gegen Ornn ist Braum natürlich jetzt sehr gut, ne? Ja, das ist wirklich, ich weiß nicht, mir der Ornn-Pick hier gefällt, Intun und Braum. Ah, aber kann halt auch Jinx Rocket blocken, ist die Sache. Ornn ist immer okay, ist immer ein guter Top-Laner, aber es ist halt trotzdem was, was man hier auf jeden Fall im Kopf behalten muss. Der Braum muss halt eigentlich das Schild aufrechter mit dem warten, bis halt der Ornn ultet. Dann ist es halt der Engage direkt gecancelt. Jinx Lulu. Alright. Dann doch jetzt Amumu Jungle wahrscheinlich, zumindest halt hier in Mitte sein. Interessant. Ja. Und schickt eine Gwen gegen den Ornn. Weiß ich gar nicht, wie stark das Matchup ist. Also Ornn hat krassen Damage im Early Game und ist auch sehr gut gegen Tanks, weil sie eine W macht ja Max-HP-Schaden. Ja. Aber die Gwen müsste ihn irgendwann einfach schreddern. Ich glaube, die Gwen das kann ist... den wegmachen komplett. Ja. Aber Ornn hat wirklich krasse Base-Damage im Early Game. Muss schon aufpassen. Also sobald, wenn du Camille spielst gegen Ornn zum Beispiel, die ersten paar Level wirklich schon gefährlich. Wenn er so dreimal seine Passive stacken, seine Passive blocken kann, sein Brittle, macht das schon fett Schaden. Den schickt man dann eigentlich gegen Gwen auf die Sidelane von denen? Kann man überhaupt jemanden auf die Sidelane schicken? Oder kann die Gwen free Split pushen? Was sind die Sidelane mit dem, was war das andere? Ornn, Amumu, Talia. Boah. Schwierig. Kann also, man glaube ich nicht schicken. Ja auch nicht wirklich was, Talia ist ja auch nicht so gegen Gwen, wegen Gwens W. Also eigentlich kriege ich wirklich Sidelane. Also Ornn müsste einfach die Waves klären, so. Ja. Also mit 30 Sidelane, da wird Ornn auf jeden Fall hart verlieren. Wird. Ein interesting Game. Ich freue mich aufs Midlane-Matchup. Was wie viel da passieren wird. Das eine Silas-Game, was wir da hatten, das war wirklich von Anfang an Gefeite. Die sind in den Top-Lane-Jungle invaded. Top-Laner und Jungler von der Blue-Side haben da den Jungler nerven wollen, kam der Midlaner direkt hochrotiert und das war, glaube ich, die ersten 5 Minuten die ganze Zeit nur am Fighten. Geil. Und dadurch ist der Silas ahead gekommen. Ja, Silas kann schon krass snowballen. Ja, ja. Was haben wir denn jetzt der Midlane? Talia gegen... Vex. Vex. Okay, also Vex ist ein krasser Snowball-Champion. Also wenn die halt so ein paar Kills holt, kann die halt Botlane gehen. Das haben wir auch schon öfter gesehen bei Mark und sowas. Wo dann wirklich Botlane mal richtig viele Kills abholen kann. Ja. Yep. Aber man darf auch nicht die Talia-Botlane-Roams unterschätzen ab Level 6. Die sind dann wirklich auch ekelhaft. Talia ist auch eher so stark im Early-Mid-Game als später. Also sie hat auch dieses Snowball-Potenzial. Also Vex wird, glaube ich, nicht als Geld oder sowas, weil Vex hat ja nicht so krassen DPS einfach. Ich glaube, Talia ist auch pretty good gegen Gwen und Xin einfach wegen den Dashes, oder? Darf der Xin halt nicht rein dashen, wenn die Talia eh geschmissen wurde oder die Gwen nicht hin und her? Ja, das stimmt. Aber die Vex wird, glaube ich, nicht aufgehalten in ihrer Ult. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. In ihrer W meinst du, oder? Wenn die Vex mit der Ult dasht, ob sie die von der Talia eh... Ist safe unstoppable. Müsste unstoppable sein, ja. Das wäre krass, ja. Halt schon ein hart Counter, wenn die Talia die droppen dürfte. Wir haben halt auch hier, also für Vex haben wir hier nicht wirklich viel Dashes auf der Gegnerseite. Also wir haben eigentlich nur Mumu Q und Ornn E. Also das ist nicht so viel, nicht so geil. Oh, die Botlane wird eine Böller-Botlane. Oh je. Ja, die haben eine gute Frontline mit Ornn Amumu auf viel CC. Und zwar Talia hat schon Damage, aber die ist jetzt hat nicht so einen krassen DPS gegen Tanks oder so. Ja. Ich glaube nicht, dass Talia hier die Xayah den Braum rausnehmen kann. Weil die einfach so viel Peel haben. Also muss die Jinx ein Damage machen hier mit der Lulu. Die Sache ist auch, wenn du eine Jinx im Team hast, dann ist das Game eigentlich nie verloren. Eine Jinx kann immer zurückkommen und hart Damage machen. Du hast einen Hypercarrier. Xayah aber genauso. Xayah ist auch ein Hypercarrier, ne? Also sie hat halt keine Lulu, ne? Die Lulu ist halt hier was schon entscheidend ist. Ja. Aber der Damage ist viel verteilter beim rechten Team. Also die haben halt, Gwen hat sehr viel DPS, Six und Sau, Vex, war ja eigentlich alle vier. Sonst eigentlich nur Jinx und Talia. Also Amumu und Ornn haben auch Damage, aber nicht so als Hypercarry. Dann frage ich mich mal, was die Jungler machen werden, wie die passen. Ob die into Botlane-Ganks gehen und einfach versuchen, die Botlane herzukriegen oder ob die was anderes machen. Ich glaube, Toplane-Ganken auf Blue Side ist ein bisschen unnötig. Ich würde einfach versuchen, die Jinx dahin zu bekommen. Ja. Oder die Midlane, dass die snowballen kann und dann roamt. Also Mitte sehe ich auch, Mitte und Botlane. Vielleicht jetzt so Toplane. Also maximal sehe ich dafür. Wie heißt denn das rechte Team jetzt?
Need Winrate, ne? Das ist Thomas, ja, genau, Team, Thomas, sein Team ist No Need Winrate. Also da kann ich vielleicht einen frühen Top-Lane-Gank sehen, um die Gewänder Head zu bekommen, aber auch das finde ich nicht wirklich nötig. Aber sonst also wirklich Midlane und damit dann mit dem Mid-Lead Bot gehen oder direkt Bot gehen. Das würde ich, glaube ich, am meisten sehen. Ich würde, glaube ich, für die safest Shot gehen, einfach Mitte kurz ahead bringen und ab Level 6 einfach Tower Dives forcen auf der Botlane. Ja, klingt schon gut, weil also das PS-Gewinner-Team hat jetzt gerade ja in der Mumu-CC, aber so Jinx Lurus hat okay ein Follow-up, aber so Xayah-Bomb kann man nicht so krass ganken. Die haben sehr viel Peel, die haben die Federn. Naja, true. Aber für den Xin-Sau sicher schon eher ein Botlane-Gang-Gang. Also wenn Xayah-Federn vorbereitet, Baum eine Q trifft, kann man schön ein CC drauf blocken. Ja, der Thomas hat erkannt, NNW. Ja, GG. Hat einen guten Spruch rausgehauen. NNW, ja, GG. Ja, GG. Wird ein interesting Game. Aber interesting, dass die nicht den Fiddle geholt haben. Ich glaube, die Strat war tatsächlich dem Yodo seinen Amumu wegzupicken. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, warum die dem nicht seinen Fiddle einfach spielen lassen. Fiddle wäre auch nicht schlecht hier gewesen, also wahrscheinlich war es wirklich die Idee, ja. Maybe. Das ist ja einfach Stoff fürs Postgame-Interview dann später. Können wir ja mal fragen, ob die einfach random was gepickt haben oder ob die tatsächlich eine Idee dahinter hatten. Safe nicht, lol. Ich hätte auch keine Idee dahinter, einfach irgendwas picken, was strong ist. By the way, ja? Also die Abstimmung ist 100% fürs PS-Gewinnerteam ausgegangen. Wie viele Leute haben das gestimmt? Nur ich. Nur du. Aber ich habe irgendwas getippt. Eigentlich hätte ich für eine Win-Rate tippen müssen. Eben. Aber das ist. Okay, ich muss gerade mal sagen, das ist ja Niklas Ohren Toplane, ne? Gegen Finns Gwen. Ich weiß und nicht, wie gut der Ohren ist vom Niklas, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Vielleicht will er mich auch. Niklas, also ist halt so. Was kennt das? Niklas, glaubt ja sogar Gold mittlerweile. Richtig hochgespielt die Season. Aber. Ah, okay. Ich finde es halt ein sehr guter Spieler. Ja, so oder so. Bin mal gespannt. Sind alle super Spieler. Alle super Spieler. Yodo auf dem Braum finde ich gut, weil Yodo kann einen besseren Gank-Support als irgendwie so ein Enchanter oder sowas. Das ist aber mehr sein Playstyle. Das, genau. Also, der kann Engage-Supports wirklich gut. Wer ist der Mittler nochmal von NNW? Der Elias. Elias. Okay, das kann ich nicht einschätzen, wie gut der ist. Der war letzte Season Silber. Und momentan Frage ist, ob er sich wieder auf Silber hochgespielt hatte, ob er die Motivation hatte, durch die Bronze Elo Hell zu gehen. Was? Oh Mann. Das war wirklich nicht spaßig, bis zur Goldbrome zu spielen. Das war nicht schön. So, wer hat denn seine Mains bekommen? Wie wechselt er nicht automatisch die Szene jetzt? Das dauert ein bisschen, ja. Oje, kein Level 7 Mastery auf dem Ohren, das ist schon mal sehr gefährlich. Scheiße. Ich glaube, ein Smurf hier auf der Toplane, Indikator dafür. Ja, oder, ich denke, es wird ein Smurf sein. Oh ja, ich erinnere mich, Yodo hat ja Braum sehr viel gespielt, deswegen da die hohe Anzahl an Dingens. Wie meinst du, wie oft der die kalte Spalte schon getroffen hat? Da ist dieses Ding bei Braum. Was die Therese ist, wie das heißt. Die man so freischalten kann. Weißt du, was ich meine? Diese ja. Kalte Spalte. Auf Deutsch. Ich kommentiere erstmal nichts. Oh je, die invaden. Ah. Werden aber hier gespottet. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier durchzulaufen. Also wenn eine Braum-Q trifft, also Braum ist halt sehr stark Level 1. Gewinnt ihr das, denke ich. Ja, okay. Da geht man einfach wieder raus. Keine Ward geplaced? Doch, okay. Ja, ist sehr gut. Wir haben hier nichts wirklich Besonderes. Wir haben eine Area of Lulu, was okay ist. Die haben jetzt hier keinen krassen... gegen Vex wird es vielleicht helfen, Guardians zu gehen, aber Area ist auch mal fein. Sonst haben wir den Unterschied mit, haben wir jetzt First Strike gegen Electrocute. Ich glaube, auf Vex kann man auch First Strike gehen. Da möchte ich mir lieber den harten Burst Damage haben. Ja. Also finde ich auch komplett fein.
Nur jetzt. Das die Footwork auf Jinx finde ich ein bisschen weird. Finde ich auch eigentlich sehr schlecht, glaube ich. Ich glaube, ist auch nicht so gut. Das ist nicht Absicht, oder? Weiß ich nicht. Also du musst ja die Fatality auf Jinx. Du bist ein Hyper-Carry. Du willst jetzt ein Teamfeld lang hitten. Das war bestimmt ein Missclick oder sowas. Weil du Sustain brauchst ja auch nicht. Das ist ja keine Poplane. Die einzige Ausrede für das wäre, weil du Sustain haben willst. Das stimmt. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen Grund für Fleet Footwork geben könnte, aber ich weiß halt nicht, die extra Movement Speed ist halt nicht so worth it. Oh, da wurde gecheased. Oh, da direkt Flash gezogen und Exhaust mit Lulu. Für einen Braum Ignite. Das ist hart. Die hätten maybe den Kill holen können, wäre es Xerakan gewesen. Aber Braum ist auch so ziemlich strong. Ja. Also darf halt das so viel, das darf man nicht machen, so. Level 1. Damit ist dann Amumu der Botlane angefangen, jetzt Toplane-Path, wenn Xin Zhao Botlane kommt. Das ist halt ein gutes Gang-Setup jetzt. Ohne Jinx Flash ist halt eigentlich fast schon dive. Level 2 darf der Braum da eigentlich direkt auf die Caster hinten drauf springen und die Jinx runterrennen. Ja, kann er machen. Frage ist, ob Yoda es auch macht. Sind Early Level 2. Ja, der darf vorspringen. Jump. Das nächste jump. Gegner ist ein Caster. Du kannst auf eigenen Caster springen. Ah, ich bin dumm. Ich habe gerade die Farben vertauscht, weil ich es eigentlich andersrum anhab. Ah, okay. Ich habe mental irgendwie, dass ich gerade Topzeit spiele und dann die blauen Caster hat. Oh yeah. Da habe ich mich selbst outplayed. Krass, outplayed sich selbst, lol. Aber. Sind aber das Tri-Camps gemacht, dann wäre ich jetzt in Jungle. Und dann kann der Momus flashen, der stirbt sogar hier. Knock-up geht raus, Conqueror ist gut geprockt. Ja, First Blood, das ist heftig. Das ist nicht schön, glaube ich, für den Momo. Ruhrwaff hat er auch gar nicht bekommen, der Momo, der ist jetzt so sehr behind. Dalia will es nach vorne schauen, aber ist ein sauer Smile, ich glaube, da kann man nichts machen. Vor allem, weil Ornn so halt nur ein Turm ist. Die dürfen ja aber die Talia gerade killen gleich. Oh, die engagen auf die Talia. Zeig doch das den Fight unten. Ja, der ist ein Top-Lane. Oh! Ich dachte gerade, der stirbt am Tower-Shot. Oh, one for one. One for one. Aber Sua hat da die Wave Crash und dann Turm heißt, die Gwen verliert hier viel weniger. Ja. Und jetzt auch Teleporter. Die Ornn verliert quasi die ganze Wave jetzt noch. Ah, die Talia ist aber nicht gestorben, ne. Oh, darf der Amumu das? Nein, der wird hier sterben, oder? Er gewinnt doch nicht gegen einen. Oh, doch, okay. Ornn tippt hin. Amumu hat schon ein Base Damage. Okay, das habe ich nicht erwartet. Aber die sind auch ein bisschen greedy. Da habe ich gedacht. Ein bisschen lange da. Hat er überhaupt Ferun dabei, der Xensau, den sehe ich gar nicht. Ah, Conqueror. Ja, das war gerade weg. Ich wollte gerade sagen. Ja. Spaghetti-Code mal wieder weg. Ah, schade. Da hat man die nicht schnell genug geplaced. Aber warum kann das noch ein Kill werden? Stattdessen zeigt man wieder den Top-Lane-Engage. Ah, okay. Leider nicht bekommen. Also Toplane sieht schon unangenehm aus. Der Mann ist jetzt schon 15 CS ahead. Ja, man hat auf Blasting Wound bekommen. Das ist wirklich ein, glaube ich, großer Damage-Unterschied. Ja. Gegenüber einem Ruby Crystal. Wenn ihr Level 6, wenn Level 6 bekommt, gleich würde es nochmal ein fetter Unterschied werden. Die ist jetzt schon ganz Level ahead. Ja. War Botlane gerade nur 8 CS behind, der Johann. Ja, der muss die Lane halt auch safe spielen. Ja, das stimmt. Und das ist im Jungle, ist Xensau jetzt, obwohl seiner trotzdem Aktionen, also behind dem Jungle. Für ein Camp. Hat er ein Auto-Attack gecancelt, aber es macht keinen Unterschied. Xensau macht jetzt das erste Mal seinen Bot seit Jungle. In dem Game. Man könnte hier für einen Herald schauen, maybe. Nee, die Botlane geht Base. Herald sage ich in Drake, meine Güte. Ich wollte auch gerade fragen. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist 8:30. Irgendwie bin ich schon dezent müde. Oh, schade. Gut. Schneide raus. Hat die wenig getroffen. Die raus von der Gwen. Weil ich sehr Bock, nicht wegzudiven. Ja, ja. Da darf der Ornn, glaube ich, gerade nicht stayen. Da muss er eigentlich schon weglaufen, weil sonst stirbt er gleich. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann das fighting. Weil es ist ja auch nicht super. Auch nicht super viel AP. Okay, Holy. Solo Bolo. Holy. Krass. Das war Damage. Schön gespielt. Hat der Amumu ist leider noch Level 4. Ja. Ein wenig im XP behind.
Der muss jetzt Basic in Toplane, weil sie zu laufen ist, noch zu fighten. Aber trotzdem auch 20 CS ahead. Man kann jetzt Drake an. Ja, dürfen die ja, die wissen, dass die Botlane Base gegangen ist. Und dass der Mumu sich Mitte die ganze Zeit zeigt. Oh. Da. Okay. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Komischerweise ging das sehr schnell. Ja, das obligatorische Standbild mal wieder. Gehört dazu. Die sind schon. Ja, nur ein K-Gold der Head auf der roten Seite. Minute 6. Ja, ja, das ist wirklich, bisschen, ist wirklich nicht viel. Nur ein bisschen ist es bisher. Man ist halt Botlane 10 zu ersetzen, das ist durch die Previous einen Drake bekommen, das ist quasi nochmal Geld, dass sie, also quasi Wert, den sie dazu bekommen. Yep. Den Drake, den sie haben konnten wegen der Prio, weil der Jungle halt falsch war, Midlane ist eigentlich relativ even, aber den Killer bei CS-mäßig ist es fein. Toplane ist halt sehr hart, also es wird nicht so einen großen Impact haben für die nächsten 10 Minuten. Aber er ist schon ahead vom CS her. Er hat, vielleicht wenn er hier Ghost hätte und kein Flash, könnte er hier einfach für einen Kill gehen auf den Ohren. Das ist ja auch, wenn auch relativ beliebt. Ja. Hätte er lieber aber trotzdem Flash mitgenommen. Hab ich einfach vergessen. Nee, ich glaube nicht. Der Fini ist so ein guter Spieler, das wird er nicht vergessen haben. Das nicht. Mm-mm. Das war alles strategisch durchgedacht. Ja. Okay, wir haben jetzt einen Rake-Up und Herald spawnt in 45 Sekunden. Theoretisch, man kann maybe hier die Xayah alleine lassen und der Braum rotiert jetzt auf der nächsten Wave, die kommt, hoch. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Der Lock, also die haben ja keine Kill-Pressure-Button auf die Xayah. Das ist der Jinx Lulu, die können halt poken, das war's. Oh, oh, da kommt ein... Genau, von der Xayah. Wir haben Flash, wir haben alle Stumps aber auf der Botlane. Ich glaube, die könnten da sehr sicher rauskommen. Die Xayah-Federn können auch gleich, ja. Ah, der Thomas hat's schön gesidesteppt, die Talia W. Aber da kommt die Vex an. Maybe, wenn die greeden, kann die Vex rein. Man kann hier maybe auch für einen Dive schauen. Die Jinx hatte Cleanse und Flash. Wird sehr schwierig, hier für einen Kill zu gehen, denke ich. Und sie wurde auf Vision gerade gespottet. Ja. Okay. Aber man muss halt sagen, das ist halt das Cool, hat eine gute Anxia im Braum. Du kannst hier ja nicht wirklich chasen, weil die Xayah kann ja mit ihrer E alles dann, was sie chasen. Dann brauchen wir jetzt eine E zum Blocken halt, ne? Ja. Mit einem sehr guten Peel, sehr guten Kite. Sehr spannendes Top-Lane-Matchup eigentlich. Und auch sehr spannend auf der Midlane, was da die ganze Zeit abgeht. Top-Lane ist halt perfekt für Finn. Er ist jetzt schon 35 CS ahead, kann sich gleich vielleicht sogar die erste Platte holen. Und dort scaled sowieso. Im 1v1 zumindest. Da hat der Mumu beide geultet, aber beide haben noch. Braumi ist schon draußen. Oh, Thomas. Oh, die Flash-Ult. Schöne trotzdem. Oh mein Gott, Thomas. Ja, beide. Nicht ganz so clean. Nicht ganz so clean, aber beide sind rausgekommen. Das reicht schon. Oh, maybe die Jinx hat Dix gehittet. Oh, schön gesniped. Er hat sogar noch gerochen, deswegen ist er weggelaufen, aber. Ja. Schön. Okay. Aber da hätte der Yoda vorflashen müssen. Da. Ja, stimmt. Die richtige Reaktion da wäre, glaube ich, direkt vorflashen, weil du weißt, dass der ADC gehittet wird. Neben sie flashen, lässt dann beide sterben, das wäre auch gut gewesen. Ja, der Yoda hat genug HP gehabt. Ja, ja, ja. Ja, 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 jetzt habe ich mental verarbeitet, was du gesagt hast. Ah, da gab es einen Midlane-Dive. Talia 0-2, leider. Ja, und vorher wurde noch der Herald gesnackt. Oh, schön vom Ohren. Ah, aber da wird er gerade von der... Hätte man jetzt mit dem sogar placen können, der Herald. Aber man wäre lieber für den Gegner durch den Jungle gehen. Ich glaube, man geht hier gleich auf einen Dive auf den Ohren. Maybe. Aber der Amumu ist Topzeit. Oh, ist ausgespottet. Der Mitte auf jeden Fall ist eine Unterzahl. Die Vex geht gerade Base. Und Orn hat auch Ulti, der kann da easy reinmoven. Okay, ne, er kommt raus. Die machen nichts, nein. Der Orn weiß so Bescheid, der wird jetzt nicht abstippen. Elia schaut für ein Ward, glaube ich. Ja. Also ich würde, er geht auch Base, finde ich gut, weil ich glaube, man sollte hier Herald Bot in der Mitte placen. Also ist beides richtig gut. Vielleicht sogar noch besser Mitte, dass du die Vex da frei bekommst, dass die ein bisschen roamen kann. Aber Hauptsache nicht Top-Lane. Mit den Boots ist, glaube ich, Xayah gerade stärker als Jinx. Bin mir sicher, dass sie da schneller Kills holen, einfach wegen der Baum-Passive. Wenn du die so richtig schnell poppen kannst. Ja, auf jeden Fall mehr Damage gerade. Eieiei, da kommt schon Krankenwagen. Das ist fair. Alles gut. Oh, das war sick. Rübergeflasht. Der Krankenwagen kam vorbei. Ja, der Mumu ist rübergeflasht, aber jetzt wird er, glaube ich, runtergerannt. Naja, oh, dass die wenig trifft. Ja. Schade. Oh,
Da geht der Versuch ran. Nice. Wow, okay. W von der Vex. Damage ist da. Ah, das stimmt. Oh, die Vex stirbt fast. Oh, der Schild. Die Szene ist so strong. Wenn die Jinx noch getroffen hätte, das wäre heftig gewesen. Wenn das mit Toplane gedived ist, ist es ein Dive, oder eher? Ja, der stirbt. Oh, schön. On flashed, aber... Er ultet auch. Oh, der darf ja nicht vorlaufen. Der muss eigentlich hinten beim Turret stehen und dann basen. Weißt du, oh, ich glaube, er hätte nicht reingehen dürfen. Das nein, das war ein Fehler. Die E rein war zu viel. Ich glaube, er hätte nochmal rausgehen können. Und er hat noch Ignite abgehabt. Wenn es halt so viel Gwen Healing, die nein können, ist ein bisschen schade. Ich muss sagen, der Xin fühlt sich sehr stark an. Mm. Er hat aber auch schon Goldrinker ready gehabt mit dem Dive da, der Midlane. Ist einfach sehr stark in dieser Phase im Spiel. Ich glaube, sie ist auch generell noch ein starker Jungler momentan. Ich habe gar nicht genau diesen Plan. Aber generell, sie ist im Early Midgame ja immer stark, ne? Ja. Die wird auch sehr gut sein gegen Jinx relativ lange im Game, weil das in der Ulta den ganzen Damage blocken kann. Der wird auf jeden Fall sehr stark bleiben, sehr, sehr künstlich tanky bleiben quasi. Jetzt ist so der Zeitpunkt, wo man, glaube ich, einfach für Botlane-Dives schauen kann auf der roten Seite. Du hast so einen insane gefeedeten Jungler gerade. Die Vex ist auch gerade strong mit Ult. Ja. Die dürfen, glaube ich, gerade diven for free oder den Drake oder so nehmen. Die werden für Drake gehen, aber ich würde Botlane-Dive wäre auch insane gewesen hier. Also, ja, man so ein gutes Setup. Ich könnte hier maybe die Lulu snipen. Die Xylem kann noch die Wave und die sind gerade in der Unterzahl sogar. Weil die diese Wave nicht gut gemanagt haben. Oh oh. Das sieht gefährlich aus. Amumu geht rein. Das ist ein guter Engage vom blauen Team. Sehr guter Engage. Ja. Schöne Brommel ist das Engage hier. Sie haben da nochmal Zeit rausgeholt. Die Xayah kann ein bisschen hinten von der Seite, aber es reicht nicht. Lulu rettet den Amumu. Das war ein schöner Engage vom blauen Team. Den Drake denied. Aber die Drake wirklich gut gemanagt. Da musste Xayah die Botwave an, deswegen war man zu spät da. Jetzt haben wir einen Drake bekommen und vielleicht noch ein paar Kills dabei, weil man ein bisschen zu langsam ist. Ah, die Xayah ist strong. Die Xayah dafür. Okay, doch. Wir müssen obenrum raus, Johann. Nein, da darfst du nicht lang. Puh, der wird richtig abgeräumt jetzt. Ja, da haben sie es so schön gespielt. Hallo, Top-Lane? Nice. Da stirbt doch Ignite. Ignite, okay. Dicker Shutdown auch noch, 250. Ah. Sind beide, glaube ich, even bis auf CS. 60 CS behind fast, uff. Ja, und dann die Platten, ne? Also, ja, und die Platings auch noch, ja. Und XP und alles. Aber, ja. Ach du Scheiße. Das ist wirklich viel, was dann behind ist. Wir haben jetzt halt der 3-0 Vex, ne? Die wird jetzt in Base wahrscheinlich ihr Item haben, ihr Ludens. Ah. Ja. Sehen wir gleich. Das ist ein krasser Power Spike. Ja. Oh, da kommt der Flex vom Thomas. Beste Xayah, ja. Der Mastery Flex. Aber Jinx hat auch hier Kacken ready. Mhm. Ich denke, Xayah müsste aber auch jetzt ready haben. Die ist auch hier in CS und. Ja. Ja. Haben auf genug CC mit Ornn und Amumu, dass die Jinx free hitten können. Ich glaube, man muss schauen, dass der Engage raus ist. Und dann kann die Jinx free hitten. Einfach wenn der Braum-Shield weg ist und Xin vielleicht geultet hat. Aber ab dem Zeitpunkt darf die Jinx 1v9. Jinx hat immer die Gefahr, dass sie weg sie anult und dann killt einfach. Und jetzt der Lulu ult, wenn sie halt, genau, wenn der Lulu ult richtig getimed wird, kann das auf jeden Fall das verhindern. Aber auf Xayah kann quasi gar nichts kommen. Vielleicht irgendwie ein Talia, aber auch nicht so richtig. Und sie hat ihre Ult und Braum-Ehe. Also Xayah ist halt noch sicherer hier. Also beide Aces können ja richtig viel Arbeit machen in dem Game. Wobei ich sagen würde, die Jinx ist jetzt ein bisschen schwieriger. Herald ist up, die haben Mid und Top Prio. Aber Amumu muss schon zum Herald rein. Dafür. Ist gespottet. Avex move zuerst. Ja doch, Ult up. Also ich glaube nicht, dass Amumu das mit contesten kann. Hm, dürfen die, glaube ich, eindeutig nicht. So, die 4K Goldlied. Das lustige Geräusche, die der Braum-Shield macht, wenn die Lulu ihn Auto zeigt. Kleine Braum Minigun. Der beste Champion. Mein Top in Herald geholt und sich zurückgezogen dann. Also es gibt keine Platten mehr. Also der Herald wird jetzt schon gut sein, aber nicht mehr so stark wie vor Minute 14. Ist ja auch der zweite Herald. Ah, Braum macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ja. Und by the way, ist Riftmaker auf Gwen, ne? Also klar, das Sunfire auf Ornn ist nett, weil Sunfire gibt null Magic Assist und Riftmaker gibt halt richtig viel Stats, so. Ja, der Ornn darf, glaube ich, die Gwen schon so oder so seit 5 oder 6 Minuten nicht mehr fighten.
Also spätestens jetzt schafft man hier geteilt Healing, es gibt mehr Damage und der tut Damage schon einen gewissen Zeitpunkt, also... Oh no, die W hat mich gehittet. Ja. Oh no, das war leider nicht... Wenn er die W trifft, ist sie tot und er stirbt nicht dafür. Sie kommt aber nicht raus, ne? Okay. Ne, kommt leider nicht raus. Ah, ja, so unlucky, dass er da die W leider nicht richtig geplaced hat. Schade. Ob denn weiterhin sehr abusive hier? Also nächsten Dragon 1.30. Ich kann sagen, das Botlane, weil ich nicht, wenn man hier für einen Dive gehen. Aber er wird doch gespawnt auf den Ward, weil sie noch bei, ob sie trotzdem dafür gehen. Nein, sie haben Braunwolf, sie haben guten Engage. Hat das dann Top Lane, will auf den Gwen gehen. Flash, Q trifft nicht. Ornold hittet nicht, Schiff und Gwen ist immun. Oh, Gwen ist immun. Da hätte er die Sachen gedodged mit der W. Hätte er die Q halten müssen. Oh, da war ein kleiner Leck. Ich dachte auch, aber nichts. Okay. Der TP von der Talia, um den Xin zu killen. Sauer doch Ult ab, also Sauer ist noch nicht sicher tot hier. Oh, schöne Ulten sie rausknocken, die Lulu rausknocken. Denkst du, sie ist isoliert? Ja. Eieiei. Sehr clean tatsächlich gespielt. Ja. Da darfst du den Xin nicht rübernocken. Stirbst du für. Der Xin, der. Ja, Knock-up? Okay, ja. Das war ein Fehler. Der hätte die wegknocken müssen oder weglaufen. Einfach den Xin in deine Melee-Range reinwehen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Nicht so smart, ne? Ah. Also gut, dass auch heute die TP war eigentlich ganz gut, dass man versucht hat, sich zu retten, aber es hat nicht funktioniert. Also es war gut, ja, aber es hat leider nicht funktioniert so rum. Ja. Eieiei. Top und Bot Tier 1 Turret schon gone, Midlane genauso. Weil sie auch den zweiten Drake bekommen. Ja. Hat gerade alle drei Lanes. Pushen. Ja. Also ja, auch eine Mountain Map hier. Ist gar nicht so schlecht. Die haben jetzt sehr viel Damage Champions. Das ist nicht schlecht, einen Mountain Map zu haben. Ja. Also dass man länger kämpfen kann noch. Resistenz dazu bekommen, eigentlich immer cool. Oh. Gewinnt das die Gwen? Im 1v1, ja. Was sie 1v3 kann, weiß ich jetzt noch nicht. Oh, okay. Sie will nicht. Da wollte ich kurz sagen, Ornn, hast du dich nicht entschieden gehabt, was du machen willst? Kommt die raus? Nein, Ornn hat Ult. Sie hat sehr viel Schaden gerade gemacht, weil sie ja sehr viel Healing genannt hat. Schön. Okay. Sie nennt war wirklich wichtig hier. Ist der Niklas kurz vorgeflasht, ist aber dann doch wieder umgedreht kurz vor einem Moment und ich habe mich gefragt, okay, hat er sich doch dagegen entschieden? Das ist um Präsenz zu zeigen. Ja, das war der Dominanz-Flash. Das ist Dominanz, ja. Radiant of Amumu. Sehr gut, glaube ich, in dem Game. Ja, ist gut, denke ich. Um den Damage ein bisschen zu countern. Einfach alles, um die Jinx so lang wie möglich leben zu lassen. Hätte ich auf Braum, glaube ich, sogar auch gesehen. Ich meine, du brauchst nicht wirklich Locker ist nett, aber Xayah kann dich eigentlich selbst peelen. Und du ultest halt immer in einer guten Fight, so, ne? Ich kann den Gedankengang verstehen, dass du da Locket maybe einfach für ein Safe vor der Jinx ult oder wenn jemand gleich von der Talia gewählt wird, aber Radiant wäre hier tausendmal besser gewesen. Du willst tanky sein, du willst die Stats von Radiant haben, vor allen Dingen auch das Healing. Die Nice hat mehr Schaden durch das Healing so, als durch ein Schild. Mikael First auf Lulu ist auch interesting. Ja, finde ich gut, denke ich. Oh je, der Goddrinker Heal. Okay, aber so viel der Wand doch nicht. Oh? Schade, dass die Amulet nicht hittet. Das wäre ein Kill gewesen. Also, ja. Das wäre schon, ja, ziemlich sicher. Aber dafür darf die Botlane for free pushen. Die kriegen die könnten hier für den Tier 2 gehen. Die wissen, wo alle sind. Ja. Wir haben ja vorhin gerade gesehen, dass sich vier hier oben gezeigt haben. Ja, ich glaube, die kommen relativ sicher raus. Also, ich glaube, ich finde Mikael First gut, weil die haben ja gegen Xayah ist es sehr gut, gegen Braum ist es sehr gut, wegen der Passive. Gegen Wechsel, der so viel CC, was Mikaels wert kann. Ich hätte, glaube ich, Shurelias mehr gefühlt, einfach, dass die Jinx die Movement Speed bekommt. Ja, aber in den Langfights auch nicht Moons, sondern verbessern, oder? In den Wheeling halt. Fighten halt relativ lange hier. Ah? Oh. Wex macht Wex-Sachen? Das ist ja der Snowball-Faktor jetzt, ne? War das gerade ein Quarter oder sowas? Close. Actually fast noch die Wex gekillt. Wenn ihr da kein Schild kriegt, super, obwohl der Caster killt sie. Der Caramini killt sie! Oh mein das war ein Clip, das war ein Clip, das war ein Clip, das wusste die Highlights. Der Caramini killt sie einfach.
Lightning Damage irgendwie zu killen. Das war predicted von der Talia. Genauso viel Damage rausgehauen, dass der Cannon sie dann killt. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Gwen ist low. Kill die Gwen. Und hat gleich Ignite. Er hat gleich Ignite und Ult. Er darf hier den Xen jetzt fighten. Oh, der hat den. Wenn er da schon früher mit der Ohren-Ult hittet, einfach den Xen zu CC, kommt der Omomo schnell genug für einen Smite-Stil. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Aber die Xayah stirbt. Doch nicht. Oh, die stirbt. TP. Warum hat noch. Haben wir Locket? Wir haben Locket. Wir nutzen kein Locket, schade. Dass Thomas da rauskommt, Alter. Ja, das ist. Was? Das ist interesting, dass er da rauskommt. Er hat auch schon Naboris ready. Let's play. Oh ja, der ist so stark jetzt. Kriegst du da noch nicht ihr zweites Item? Die wird für Phantom Dancer gehen. Eieiei. Alter. Er könnte es halt so am Snowball. Er kann wirklich. Die kann Lulu, die kann die Jinx, die kann die Talia einfach one-shotten. Also mit einer Combo-Kill. Ne. Die Vex meinst du nicht, die Gwen? Die ist die so oder so, die kann glaube ich auch. Die Gwen kann auch gut Damage machen, ja. Ne? Ist auch schon ihre zwei Items. Also Sideland gewinnt die hart gegen alles, was kommt. Auch Only 2, ganz sicher. Obwohl. Hm. Vielleicht nicht, aber auf jeden Fall 1v1. Eieiei. Das ist jetzt gleich Soul Point. Willst du eigentlich mit der Lulu gleich reinmoven und die Vision aufbauen? Momoq trifft nicht. Und die wollen ein bisschen. Okay, also man könnte ja eigentlich. Also, dass die Gwen halt Bot ist. Ist okay. Wir wollen einfach für Drake jetzt gehen, glaube ich. Ja. Oh! Schade. Der Ol ist sehr weit hinten drin. X musste flashen. Noch kein Flash. Die Gwen da for Frida hitten, das ist illegal, glaube ich. Die muss jetzt hier sterben. Ja, die wird abgeschnitten. Sie hat Flash, weil sie hat W ready. Die hat insane Damage auch auf der Ult. Uiuiui. Ja. Aber keiner konnte mir zu helfen. Ich meine, mit Push fällt das ein Top-Lane durch. Ja, die kriegen einen Top-Inhib dafür. Und, ja. Aber sie hat ein bisschen zu weit vorne, die Gwen. War, glaube ich, aber worth. Wenn Top-Lane-Inhib, jetzt dürfen sie for free so oder so den Drake nehmen. Ich glaube, sie hätten es einfach, also sie hätten zumindest ähnlich pushen können, ohne dass Gwen stirbt. Einfach ein bisschen zu viel. Aber ja. Es ist fein so. Ja, kann die, haben die Jinx Rocket kurz einmal um zu stealen, aber war leider nicht low genug. Aber gebodyblockt. Aber die Wechsel hat das gebodyblockt, die Ult. Oh, da kam gerade die Xayah Ult raus. Oh, die Wechsel trifft und die macht sehr viel Schaden. Alter. Steht 8-2, Shadow Flame, Ludens ready. Eieiei, der Ornn darf da nicht lang laufen. Die kann ja machen, was sie will. Regen Ornn macht die guten Schaden. Oh, sehr knapp leider nicht die Ornn-Pässe gestackt. Man hat ja gesehen, Ludwig hat den Ornn gemikaelst. Und ja. Das macht nicht die Ornn-Pässe weg. Hätte ich gedacht. Phantom Dancer of Jinx, zweites Item. Ist gut. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber weil der meiste Damage in Jinx kommt wie Rockets, die so mehr Damage machen. Gut, der Attack Speed ist quasi sehr nice auf Jinx. Das fühlt sich komisch an, Second Infinity Edge zu gehen. Da denkt man, catcht man den Xin, währenddessen stirbt leider der Ornn oben. Oh. Ja, kein Tank, der Ornn, ne? Schöne Braum-Ult. Ja, okay, ich meine, wir sind jetzt auch, wie viele Head? 20. Ui! Ja, 24.000. Nee. Doch, 24.000. Nee. 14.000. Mathe-Mann. Ja, Mathe-Mann. Aber da 24 Minuten, 14.000 Gold, da hätte es einfach zu viel Geld. Die Gwen kann machen, was sie will, die Vex kann machen, was sie will, die Xayah kann machen, was sie will. Ja, die dürfen einfach enden. Ja. Aber die Jinx darf gerade free hitten. Oh, die Ult sah cool aus. Ah, die Jinx macht keinen Damage, leider. Ja. 0-0. Das war's. Schade. Gut gespielt von Team No Need Winrate. Ja. No Winrate Needed.
No, no need win rate, NNW ist es genau. Nee, das ist ja scheiße jetzt. Das habe ich hier meine Wette verloren. Ah, hast deine eigene Wette verloren. Das wissen die, also ich habe gewonnen natürlich. Wenn er bestimmt mehr gewonnen hat. Trollface. 1. April ist schon vorbei. Eieiei. Das war eindeutig ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, das war zu viel Geld. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Hätte auch anders gehen können, honestly. Ja, eigentlich schon. Ja, doch, im Allerdings so ein bisschen anders verlaufen. Toplane war halt permanent eigentlich. Ich glaube, Toplane war schon durch Draft-Lust. Ja, Sidelane glaub, war Lust. Ich hätte im Early Midgame mehr machen können, aber also ab dem Zeitpunkt ist es so oder so los und Gwen war so ahead. Ist einfach, ich finde einfach eine höhere Elo so. Ist ja einfach fein. Ne, aber auch einfach die Champ-Diff. Sidelane kann halt nicht beantwortet werden gegen die Gwen von Ornn alleine. Ja. Dadurch ist Constant Push. Und sonst war Braum Xayah ziemlich strong auf der Botlane. Dass da die Vex ahead gekommen ist, war leider ein bisschen unlucky. Ja. Die Talia. Die Botlane-Play ist die Vex ahead gekommen, das war halt sehr heftig, ne? Da hat er so snowballen können dadurch. Weil da hat der Peter Urinstein trotzdem gut gespielt auf seiner Talia, da waren einige gute Plays dabei. Ja. Ein, zweimal leider gechoked, wo er einen Kill hätte kriegen können. Wo er die Vayla da nicht richtig geplaced hat. Aber passiert. Ja. Aber der Amumu war gar nicht so schlecht, der Pick. Ja, ist ja immer noch ein guter Champion, so, aber ich hätte lieber, keine Ahnung, meinen Fiddler oder irgendwas gesehen. Du hättest halt, allein der Fiddle 4 ist so lange, du hättest so einen insane Lockdown gehabt auf die Xayah, dass sie maybe nicht zum Ulten kommt. Ja gut, aber Xayah ist doch schon kein mit ihrer Ult, ne? Xayah ist schon eine Champions, die eher besser sind gegen Fiddle. Aber er ist also halt sie kann ja immer ulten, wenn er ultet, quasi. Eigentlich schön, Finn. Für das Kompliment. Dass die Tabelle schön ist. Hat er recht. Da warte mal noch. Ui. Sollte nicht auf die. Alle ready sind. Finder, ne, Gwen hat mich feucht gemacht. Ist der Finder, das ist der andere, der Yodo gerade. Was meinst du? Wer ist denn der irgendein Finn? Ist es Finn oder ist es Yodo? Irgendein Finn. Ich glaube, das ist der Yodo. Ich glaube, das ist der Yodo. Dein Brauch hat mich auch sehr, mein Herz auch sehr erfüllt. Der Finny ist ja der linke X. Auch auf Twitch, glaube ich. Ah, okay. Wenn ich richtig, richtig dran denke. Ich will mal kurz was zu trinken. Mach das, dann unterhalte ich die Leute so mit meiner langweiligen Stimme. Perfekt. Wollen wir mal sehen, was das Game für einen Einfluss hat auf die Buns. Ich glaube, man darf die Xayah nicht durchkommen lassen. Gwen, also die Frage ist, was wirst du gegen Finny bannen? Der kann halt alles gut spielen auf der Sidelane. Da würde ich, glaube ich, eher einen Sion sehen. Und den einfach nicht bannen. Und sonst maybe dem Midlane-Matchup genug Chancen geben, dass der Peter Urinstein da ahead kommt. Wenn er da maybe einen Victor bekommt oder so. Schwierig, schwierig. Aber ich hätte schon Bock, jetzt einen Fiddlesticks zu sehen. Einfach vom besten Fiddlesticks-Spieler, dem Arvid. Das wäre cool. Aber ich könnte auch mir auf der Botlane von Seiten PES-Gewinnerteam eine MF Leona maybe vorstellen. Die kann der Johann ziemlich gut, die MF. Und der Team, der kann ja scheinbar auch Leona spielen. Insane Winrate. Fragst du dich, wie viele Spiele das waren, aber 86%, nicht schlecht. Einfach mit MF Leona versuchen zu carryen. Auch wenn die Gegner einfach irgendwie sowas wie Xayah Rakan bekommen oder Felius. Mal sehen. Mal sehen, was das wird. So. Bald sollte es losgehen. Nimmer lange. Wow, wir haben ja echt Instagram-Posts bekommen. Nice. Hat er ja Julian super gemacht.
Ja. Aber no win rate needed, glaube ich. Genau. 1-0 bisher. Damit sind sie momentan Platz 2 in der Gruppe. Wenn sie es 2-0 machen, teilen sie sich den ersten Platz. Zusammen mit Pain minus Pigeon. Da hat das Team von Ochi noch ein bisschen aufzuholen, aber die werden bestimmt 2 Siege holen gleich. Diese Woche spielen die, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich täusche mich. Ich habe schon gefragt, ob alle ready sind. Und dann sollte es jetzt gleich schon losgehen. Ajo. Da geht's los. Da ist der Julian leider noch nicht da. Er wird nicht erfahren, was wir für Bans diesmal sehen. Diesmal auf der blauen Seite wieder das Team von Johann, dem PES-Gewinner-Team. Schauen wir mal, was sie diesmal bannen. Oh. Da hatte man wieder einen Dodge. Da gab es kurz wieder mal eine technische Schwierigkeit. Aber die sollten gleich wieder da sein. Da ist ja der Team wieder. Dann geht's mir wie gleich wieder los. 23 ausgelassen. Da los. Richte da los. Noch sind sie nicht ready. Einfach nur Stille, genau. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich warte gerade einfach nur, bis der Julian wieder da ist, weil ich nichts mehr zu erzählen habe. Da fällt mir nichts ein. Ich bin kein professioneller Caster. Ich bin nur da, um dumm zu schwätzen. NNW hat mich echt überzeugt, für mich jetzt zu die Favorit. Ja, dieser Fun hat, glaube ich, recht. War schon sehr hot zuzuschauen, dem Team. Hat mich sehr erregt. Na, Stelzel, wie fandest du denn das Game gerade? Hast du zugeschaut? Hast du eine Opinion? Meine Lieblingsnudelnfarbe. Also ich mag ja die lila Nudeln. Die ich selber mache mit Lebensmittelfarbe. Einfach damit mein Mitbewohner denkt, dass ich verschimmelte Nudeln im Kühlschrank habe und dann die mir nicht frisst. Erstmal schauen, wie sich unser morgiger Gegner schlägt. Ah. Wer ist denn euer morgiger Gegner? Ist es Noni Winrate oder das PES-Gewinner-Team, Tobi? Ich könnte selber nachschauen, aber ich bin zu faul, den Tab zu wechseln. Aber maybe kriege ich auch einfach keine Antwort. Keine Rede mit mir. Eieiei. Komm, ich schau selbst nach. Gegen wen spielen die denn? Ah, gegen No Need Winrate. Ah, gegen Thomas sein Team. Ah, eieiei. Da hast du gerade ein insanes Vex und Xin Carry Game verpasst. Am Morgen stompt NNW nochmal. Ja, der Fun scheint aber eine eindeutige Opinion hier zu haben. Ah, spielt Civ 6. Sehr gutes Spiel. Maybe können wir ja mal wieder eine Civ 6-Runde raushauen. Einfach mehrere Lobbys, dass mehr Leute spielen können, wäre, glaube ich, ganz cool. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, eine eindeutige Opinion vom Schwengelbengel-Fun, dass NNW morgen nochmal stompt.
das Game jetzt als Stomp bezeichnet, finde ich auch ziemlich frech. Nachdem die Botlane nicht 10-0 gegangen ist in den ersten 5 Minuten. Schon ein bisschen sass. Amogus. Sass. Amogus. Oh. Hast du gehört, der Schwengelbengel Fun hat gemeint, dass er das Team von Tobi morgen auch stompt. Und da habe ich gemeint, so, er sah aber nicht nach einem Stomp aus. Also, wenn du dabei bist, Thomas, dann ja schon mal nicht. So. Er meint gerade, unser Jungler hat uns zurückgehalten. Der Algotim hat ihn scheinbar zurückgehalten. Das ist bezweifle ich. Das bezweifle ich. Der hat schon sehr gut gespielt. Aber leider halt nicht um die Botlane rum, wie es aussah. Keine Dauerdives. Kein einziger Towerdive, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Der Botlane. Schon ein bisschen sus. Obwohl doch einer. Einmal probiert. Einmal wollten es auch. Also. Ihr Spaß. Gegen Slime Shade Loser. Ja, das will ich mal sehen. Das will ich mal sehen. Naja. Da müsst ihr erstmal ins gleiche Bracket wie ich kommen. Also jetzt musst du erstmal verlieren, Thomas, das Game und die anderen auch. Dann kommen wir beide ins Lower Bracket. Dann kann ich dir mal zeigen, wie man Gegner Thresh verliert. Oder ich gönn dir sogar, weil du so gut bist, dass ich den Bart spiele. Alter. Willst du mal zeigen, wie es gerade aussieht von der Tabelle, ja? Wir sind schon im Draft. Aber können wir gleich machen, wenn die gedraftet haben. Dann können wir mal kurz die Tabelle anschauen. Tja. Die haben gerade schon mal probiert zu draften, aber da gab es, glaube ich, technische Schwierigkeiten. Aber da ist wieder der Caliban. Und der wieder. Der ist eben noch weg. Der ist eben noch sich erst zu essen machen, deswegen. Und wieder der Aurelion-Ban. Hast du ihn gefragt, ob er Spaß hatte gegen Gigwen? Ja, ich meine, es war okay. Aber den Club Arbeit gemeint, dass er Viertel nicht spielt. Deswegen wurde er auch nicht gebannt. Ah. Die Insights habe ich rausbekommen. Dass er Viertel nicht spielt? Echt? Okay. Das wäre einfach so scheiße in der Meta momentan. Verstehe. Also ich verstehe das schon, wenn du halt invaded bist, bist du halt im Arsch. Ja. Bisher die gleichen Bans wieder. Man will wieder keine Führer haben. Und mal wieder der Viktor vom Peter Urinstein weg. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht hier Harakama oder Xayah-Band oder so. Vielleicht einfach Vex-Band vielleicht. Oh, ne? Diesmal der Gwen-Band. Steht 1-0 für Team No Need Winrate, Team von Thomas. Die haben gerade eine insane Vex- und Xin-Gameplay gehabt und auch eine Gwen und haben einfach das PES-Gewinner-Team runtergerannt damit. Javan-Ban mal wieder. Ja, vielleicht, okay. Gwen-Ban finde ich gut. Aber ich weiß nicht, Gwen war jetzt nicht. Also, Vex war eher ein Problem, oder? Fürs Midgame dann? Lulu First Pick fühle ich nicht. Das ist nicht gut. Also, Lulu First Pick ist, glaube ich, als Pick an sich okay. Ich glaube nicht, das war der beste Pick, den sie machen könnten. So. Ich hätte hier einfach die Xayah weggenommen, glaube ich. Einfach weil der Johann ziemlich gut Xayah spielt und die pretty strong ist. Und einfach, die haben halt Rakan nicht gebannt. Und Rakan gegen Xayah picken ist halt auch nicht so das Wahre. Und wieder der Braum raus. Auch. Vielleicht Baum Xayah oder so? Ja, die picken jetzt halt Baum Xayah, ziemlich sicher, glaube ich. Ja. Baum ist halt, also Lulu harassed halt Baum nicht gut, dass es irgendwie ein Problem wäre. Zumindest auf jeden Fall auf dem Level. Ich weiß nicht, wie es ein High-Elo ist oder so. Aber wird auf jeden Fall fein sein wie letztes Game. Nee, Baum ist fein gegen Lulu auf High-Elo. Oh, wie du das High-Elo? Wieder. Hä? Auf High-Elo, nicht Raffaello. Nein. Was? Auf High-Elo. Warum ist okay gegen du doch, Raffaello? Naja, kein Problem, Digga. Hör auf. Ich meine übrigens keine Werbung hier für sowas, ja? Ist doch ein Name. Ja. Hä? Den kenne ich persönlich. Ist das nicht die Marke? Achso, okay, man guckt Raffaello. Oh je, wird das jetzt wirklich einfach wieder der gleiche Draft? Jinx Lulu wieder mit Nathalie. Naja, kann nicht der gleiche Draft werden, die haben Gwen gebannt diesmal. Der Mumu wird diesmal nicht gepickt. Heißt nicht ganz. Ich glaube, Mumu kommt auch nicht mehr. Weil die wollten die ja safe nur wegpicken. Ich wollte sagen, jetzt kannst du einfach wieder das wegpicken, ziemlich safe wieder gegen die Talia. Also jetzt haben wir wieder gleiche Bottom Midlane. Jetzt ist die Frage, was top gespielt wird und was die im Jungle noch bannen und picken. Ich hätte hier den Mut zu Xayah Rakan, den hätte ich gern gesehen, weißt du? Ich hätte den Mut gesehen oder einfach Xayah zu first picken auf blauer Seite. Es ist ja halt klar, dass Thomas die Xayah spielt, entweder Pick oder Bann so. Dann soll er halt Aphelios gegen Xayah spielen. Aber Jinx. Okay, man kann auch sagen, ich lasse Xayah, aber dann First Pick halt nicht Lulu. Das ist eher mein Problem, weißt du? Ja. Jinx ist halt auch fein, einfach weil sie gerade so insane strong ist, aber mit Lulu zusammen weiß ich nicht.
Da war das Thresh gerade offen. Da war gerade das Thresh halt offen, so. Den hätte ich gegen Bronxer mehr gefühlt. Aber es ist halt eine sehr starke, also ist eine sehr starke Hyper-Carry-Botlane, ne? Also es ist eine alte Karte. Ja. Ja, ja. Die Sache ist nur, willst du einfach das Gleiche nochmal probieren oder möchtest du lieber den Peely von Thresh haben und den Lockdown? Und einfach prayen, dass maybe der Thresh carried. Das Ding ist halt, wenn der, wenn die Vex die Jinx anultet, kann halt Lulu ein Schild, also HP geben und ein Schild. Ja, true. Thresh kann halt true. Gar nichts machen. Das ja, oder außer Lantern halt, ne? Thomas, sein Team hat gewonnen auch hier das erste Game. Mir gefällt halt einfach der Lulu-Pick into Braum an sich nicht, aber ist halt natürlich insane mit Jinx zusammen. Ja, aber ist true, to be fair, Thresh wäre auch kein better Pick gewesen. Also wäre schon gut gewesen. Und Jinx Thresh. Immer so, was jetzt Jungle kommt, ne? Ja, oh, die bannen wieder den Gragas. Also mal sehen. Weg, lol. Jetzt hör auf, den Johan zu flamen, hallo? Das ist trotzdem ein insanes Team von denen. Oh je, das kann entweder Hard Carry oder man kann es gleich in die Tonne kloppen. Es ist auf jeden Fall ein Timpick. Naja. Es ist ein Timpick, ja. Es ist halt so ziemlich so sehr Solo-Carry-mäßig oft. Aber ist ja nicht immer die. Ah, du meinst Thomas auch hier. Ich hab gedacht, okay. Ah, verstehe. Was wolltest du sagen, sorry? Das ist halt ein Timpick, ist halt immer sehr Solo-Carry. Also so halt, über Carry und so. Ja. Oh. Okay. Ein Rammus. Rammus. Mm. Okay, ist, to be fair, ist sehr gut gegen Vigo und das ist alles gegen Adi, was den Auto-Attacken will, nice. Ja. Und Vigo und Xayah wollen halt genau das. Wobei Xayah gar nicht so schwach ist gegen Rammus, weil der ihre Federn hat, der sehr viel Damage machen. Weil der mal Damage über Ability hat, die Auto-Attacks. Really? Einen Aatrox? In der Meta, einen Aatrox. Okay. Weiß ich nicht, Digga. Okay. Soll ich, also wenn der mich jetzt überzeugt, dann sage ich dem Hans, der soll wieder Aatrox practicen. Aatrox wird immer wieder, irgendwann wieder ein bisschen gebracht. Also nicht, ist nicht mehr ganz so scheiße, wie er vorher war. Aber, also man kam mit der Lulu wieder ein bisschen tankiger und sowas. Aber sehe ich trotzdem nicht. Weiß ich nicht, was ich von der Teamcomp halten soll, auf der linken Seite. Ja, oh Gott, das wollte also, ich gerade sagen. Deswegen Bifix halt, okay. Oh, eieiei, die haben eine ziemlich hart Böller-Engage-Comp auf Thomas seiner Seite rechts. Die haben eine Böller-Engage-Comp, die können lange fighten und haben sehr viel Damage. Hm. Eine gute Frontline. Nice Team. Ich glaube, das. Wie willst du Teamfights spielen auf blauer Seite? Magst du die Comp mehr? Also, Rammus kann gut engagen, ne? Ja, kann aber, er schon, aber. Sagen wir, der Rammus. Also, Xayah und Braum sind super safe. Da kommst du nicht wirklich ran. Ich glaube, Virgo will ein bisschen eine Zeit haben zum Fighten. Weil er so Arthas kann ganz gut kiten und sowas. Talia ist hier insane, actually, ja. Ja, gegen Viego, Vex, Malphite. Ah, gegen Vex nicht so, aber gegen. Malphite ist unstoppable in der Ult auch. Ja, true, stimmt, ich bin einfach blöd, die sind ja beide unstoppable in der Ult. Ich werde die Vorhersage jetzt starten übrigens. Ja. Also das Teamgewinner ist das Linke, ne? Das Testgewinner-Team ist links, genau. Ja. Ausseite. Ich habe eben 300 Punkte plus gemacht, weil ich ja die Abstimmung gefälscht habe. Hier wird mal wieder, soll ich mal das Kartellamt widerrufen? Weil hier mal wieder. Das Kartellamt. Ja, Xayah. Meinst du auch hier mit eher Xayah? War das noch auf das Talies hier in 10 bezogen oder auf was? Mhm. Ah. 100% für Team Noni die Winrate? Was? Da muss ich jetzt wohl dagegen stimmen. Ich würde sagen, ist ja langweilig, wenn alle für Noni die Winrate. Also, abstimmen, Leute, los! Ich will hier mehr Action sehen bei der Abstimmung. Wer Punkte hat, soll jetzt abstimmen. Das ist ja langweilig sonst. Ja, das ist ein Befehl. Komm, Servus. Ich setz mal aufs Johanns Team.
Sehr gut. Gar keinen Bock jetzt hier halb zu schreiben und halb zu reden. Ah, hi. Ich dachte, ich komme jetzt einfach dazu, lol. Ajo. So, jetzt gebe ich auch meinen Senf dazu, warum Talia jetzt hier insane ist. Xayah kann hier ulten, wird einfach hops genommen, wenn sie aus der Ultra rauskommt. Weil Talia sitzt einfach ihre Sachen drunter und Xayah darf sich nicht bewegen in der Teamfight. Okay, ja. Hab die eben auch schon im Game, by the way. Weil die darf ja kein Geld vorspawnen, weil sonst wird sie gestunt. Und wenn sie kein Geld vorspawnen, wird sie einfach geeht, von ihr, wenn sie aus ihrer Ult rauskommt. Da muss die Talia aber erstmal ranlaufen dürfen. Gegen ja, Viego, Braum, Milfight. Das ist halt ein bisschen tough. Viego ist eher, also Braum ist durch hier tough in dem Game. Ja, also in den letzten, in dem Game eben, war Mitte, ADC und Support genau gleich. Auch genau auf den gleichen Spielern. ADC, Mitte, Support. Ja. Midlane, Botlane war gleich. Oder bei beiden Teams. Beide Teams. Ah, okay. Die hatten auf Johans Teamseite einen Amumu im Jungle und auf rechter Seite hatten die einen Xin. Und das Top-Lane-Matchup war Ornn auf linker Seite gegen Gwen auf brauner, roter Seite. Und wie heftig war das Dom? Also, es ging eine Weile lang. Top-Lane war immer sehr behind. Aber irgendwann hat dann die Vex so 3 Kills bekommen im Play oder so und dann hat die einfach gesnowballed. Also dann haben die generell das Team einfach gesnowballed. Wir haben keine Sitzung, so 14.000 die haben, Gold oder so. Die spielen beide mit ihrem richtigen Team, gell? Mhm. Ja. Ich glaube schon. Andi sagt, ich will zocken. Ich kann mit Andi du. Ich kann Andi Tournament spielen. Eieiei. Ja, oh, was sind unsere Termine? Hä, ich hab doch schon 2 Termine dir gerade in die Gruppe geschickt. Ich kann ja nichts dafür, dass die anderen Teams keine Zeit haben. Wir haben halt wirklich jeden Tag um 17 Uhr Zeit und ich muss halt mich auf die anderen Teams einstellen, dass die Zeit haben. Und die haben halt diese Woche keine Zeit und letzte Woche keine Zeit gehabt. So. Jetzt haben wir 3 Spieltage in einer Woche. Kann ich ja halt nichts machen. Was du gerade gesagt hast. Kann ich halt nichts für. So. Aftershock, Conqueror, nichts Besonderes. Ja, eigentlich alles wie eben. Wir haben diesmal das Lethal Tempo auf Jinx. Eben hat nämlich jemand nämlich Jinx viel Footwork mitgenommen aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich war das nur aus Versehen. Ja, glaube ich auch. Und das Int. Ja, die invaden also wieder. Nicht gut. Oh oh. Was soll Damage gemerkt später? Ja, klar. Oh oh. Okay. Ja. Raum, die sind insane Events. Ja. Komm schon. Arvid, nein. Ah, Q! Flash! Schade. Oh, ein echter Braum hätte das geflasht, cute. Ja, und dann, welcher Follow-up wäre da gewesen zum Auto-Attacken? Die Flagge wächst, die wird hinterher geflasht. Ah ja, alle wären geflasht. Das wäre es gewesen. Das wäre das Play gewesen. Schon, dann kommt der Viego den Kill und kann snowballen. Das wäre Game-Strat gewesen. Warum hat Finn mit Cloth-Armor gestartet? Gegen Aatrox? Ah. Ich glaube, der ist einfach sehr. Ich glaube, er ist sehr confident. Ich glaube, der ist wirklich sehr confident. Er sagt sich, ich kaufe kein Item gegen dich, ich kaufe direkt Kalle. Stark wenigstens Dorans Ring oder so, Alter. Er kommt mit dabei? Ne, der hat Grasp mal dabei. Der hat Grasp dabei wegen Melee-Matchup. Ja. Weil der wird halt Aatrox so schnell outscalen, ne? Er wird aber, glaube ich, mit Comet auch noch mehr Hops nehmen, als er jetzt. Ja. Ich bin einfach Comet gegangen. Und ja, vielleicht, wenn er vorher schon wusste, dass der Cloth Armor geht, weiß ich nicht, wie gut ein Komet ist, ne? Weil du ich, halt. Ja, gut, dann wäre ich dann wär Dorans Ring gegangen, glaube ich, actually. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Wir haben einen Topside-Start diesmal am Ramos. Viego ja, auch. Wieder zur Runde. Als Aatrox hier nichts machen im Game, in der Laney Phase. Ja, der Malphite maxt einfach W und gewinnt jeden Trade, oder nicht? Malphite? Ja. Und bei mehr Stats. So. Du chillst einfach und versuchst auf dem Map aktiv zu sein. Die ersten Level könnten ein bisschen ewig werden, gerade ohne Komet. Aatrox halt viel Sustain hat und so, aber. Ja. Ah, schön, da trifft die Bomb-Q. Oh, den Auto-Tackle ich getroffen. Okay, aber das hat gereicht. Da haben sie den Level 20 respected. GFF. Ja. Tina Level 2, Kill einfach. Jono lernt dazu, ne? Früher ist er immer gestorben Level 2, jetzt macht er die Kills Level 2. Also es ist nur Assists, aber Kills kommen auch noch. Andi sagt, nee, das ist schon gut, was Finn macht. Kannst du mal ganz kurz erklären, Andi, was da
Dann ja, klar, geht einfach Disrespect as hell, Alter. Ich glaube, er muss halt im Matchup. Der Matchup ist halt einfach so free für FML halt. Ja. Ich glaube, ich war fein so. Ich glaube, er denkt sich einfach so, ich bin der bessere Spieler. Ich glaube, das denkt sich er. Oh. Na, wir können mal sehen, wie es wird. Okay, ja. Oh. Das ist, glaube ich, nicht gut für den Viego. Da muss er gleich. Ja. Ah, der hat kein Flash mehr, der ist vorgeflasht. Er ist Might Ready. Er dürfte rauskommen. Oh, ja, nicht hinter dir. Nice, da wurde er gepunished. Let's fucking go. Oh oh, das ist nicht gut, Niklas. Oder gewinnen wir beide Games gegen ihn, dann sind wir Erster. Schön. Auch wieder im Finale. Ah ja, das ist sowieso free. Mein Team ist giga-free. Warst du nicht auch wieder in den letzten beiden Mal oder so? Nee, nur das allererste. Ah, so war das. Das zweite hat Andi mich runtergerannt. Das glaube ich. Der Andi, der alte Griefer. Der alte Griefer. Letztes Turnier habe ich auch nicht so Premium gespielt. Also. Hallo Andi, reagier mal auf mein Flame. Hallo, hopps, hopp. Ich glaube, der hört nicht mehr zu. Andi, ah ja, cringe. Ich würde sagen, Arthur ist, glaube ich, ganz okay gegen Viego, weil du halt ein bisschen kiten kannst. Das ist die einzige Funktion, die ich mir noch erkenne. Ich glaube, Arthur darf hier einfach nur versuchen, auf Wex und Xayah drauf zu kommen, actually. Ich glaube, was anderes darf er dem gewinnen. Der Viego killt den Arthur im Late Game. Niemals kommt er daran. Ja, ja, aber ich meine, er hat halt viel CC, kann sie ein bisschen kiten, kann aber Abstand halten quasi. Ja. Er muss durch diesen Damage sustain, den die Gegner gegen ihn machen, um ein bisschen so Meat Shield zu sein gegen die anderen. Und halt für seine Backline peelen. Weil das ist eine Jinx-Show in dem Game. Ja. Der hat jetzt, Mayfeld ist gerade Base gegangen jetzt und hat sich jetzt schon seinen Chainvest geholt. Lass mal schauen, wie viel Armor der Mayfeld hat mit seiner W zusammen. Momentan 169. Gehen wir auf Aatrox kurz. Aatrox hat 58 Armor. Und 96 AD. Also, ja. Ist jetzt schon auf jeden Fall sehr hart. Holz sieht noch even aus, bis auf ADC. Ja, jetzt einfach nur der Ding. Der First Blood einfach. Das First Blood, ja, genau. Aber wir haben jetzt Mitte schon einen 10er CS-Lead. Toplane fast 20, also. Und mit Botlane haben wir tatsächlich auch ein 10 CS-Lead. Also, man ist schon eine Lane sehr behind vom Farm her. Man darf wieder den Drake nehmen for free. Wie hat der Mittelländer im letzten Team von Thomas Team gespielt im letzten Game? Gut. Der hat auch wieder Wex gespielt. Der hat gesnowballt und hat alles weggebullert. Ja. Von der Elo her ist der ja nicht. Also, ist er, glaub ich, so mit der schlechteste Mittelländer im Team. Es ist Silber, ja. Also, ja. Ist der nicht Bronze? Ich. Das brauchst du 3, glaube ich. Momentan ja, aber der war Silberlistes letzte Season, okay. Glaube ich. Ich wusste nur irgendwas, dass der Post 3 hatte ich aus dem Kopf. Also Malphite hat keine Ult mehr. Ja. Wollt ihr für einen Kill gehen, bevor Arthas Level 6 vorgeworfen wird? Jürgen kann ja mit seiner Malphite Main Zeit aus League of Legends glänzen, mit seinem Fachwissen. Das spielt für die wenigsten, dass Malphite Level 6 hier so. Das hat keine wenige die Fähigkeit, die er da hat. Das ist nicht so, das ist Secret Strat, gell? Ja, ja. Einfach Ult skillen, dann Leute ulten. Das wissen nur die OG Malphite-Spieler, die geheim. Ja. Die OG Malphite-Spieler. Ja. Da muss ich das auch füllen, der hat nämlich Bramble West gekauft. Aber der wird wirklich gegen Viego ist auch eklig, aber das Ding ist, der Viego macht ja trotzdem Max-Up, also Max-HP Physical Damage. Und Xayah macht ja eigentlich mehr Schaden durch die Fähigkeiten mit Naburis. Also jetzt so gegen den Jinx wird das jetzt schon hart, weil sie gar keinen Damage an ihm machen würde. Aber eine Xayah hat trotzdem noch Schaden an ihm. Oh, der Baum ist. Ne, der kann rausspringen. Okay, der Bugo geht schön Krakenslayer, der alte Winter. So sehe ich auch gemacht. Ah ja, aber ich bin der beste Bugo des Servers. Stimmt, ja, sorry. Ich muss sagen, vom Elias, die wächst, jedes Mal, wenn die Kamera rumschwenkt, macht er wirklich eine schöne E. Die direkt viert und kann dann direkt mit W und Q dann follow-upen. Also der spielt es sehr gut. Das ist nice, ja. Schon gerade für den Botlane-Angle, die Vex. Oh, die sind das Ult und Ignite. Und das sieht schon sehr gut aus. Ich sag leider eh gar nicht getroffen, aber die Vex soll hittet, also ist alles andere egal. Fans und Exhaust aus. Ah, sad. Die zweite Ult ab. Ja, die Dugulio ist tot. Die ist da, die darf nicht sein. Boing. Ja, okay. Verwendung, okay. Oh, stark. Q
Carry! Also Carry die hatten Vision, deswegen hätte Johann da die Vix-Ult flashen können. Hätte er machen müssen. Ich glaube, der hat's einfach nicht gesehen früh genug. Ja. Moin, Jesse. Oh je. Guck mal, der ist Supporter des Turniers, ist auch im Chat. Ja, du kannst da mit. Oha, Jesse wollte richtig oft schon casten. Kannst du mal jetzt mitcasten, wenn du Lust hast, die nächsten Games. Sehr gut. Das ist nicht, das ist oh, wow. Das war sick. Das kann ich spielen, das kann ich spielen. Talia Damage ist her. Das war knapp, Diego. Talia kann ein Fight hier carryen. Muss, der Malfoy hat kein Flash. Oh, nice, ist schön gepunished. Jetzt sind wir. Ja. Hop, 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 Herald, guys, Herald, hop, hop. Ja, schön, cool, Tempo, schön. Tempo. Ich frage dich aber, ob du Zeit hast dann. 1,40 auf Drake, kannst dann basen und dann für Botlane Gang spielen mit Herald. Kann ja. Mal für Drake gehen. Ein guter Zeitpunkt für den Herald, Geralt und Fight Topset. Herald, Geralt, Schmierald. Mhm. Man könnte aber eben Midlane zu placen oder sowas. Dass man quasi die Prio hat, ne? Und dann das reinmoven kann. Du kannst auch über Botlane reinmoven, du bist nicht. Ja, ist auch fein. Ich glaube, du wirst hier nie Midlane Prio bekommen, actually. Ja, du Jungle halt mit Google zusammen. Ja, du musst es halt forcen, I guess. Genau. Warte nicht, also ich glaube, du kannst mit Lulu Jinx kriegst du Airpush Botlane und kannst den Herald placen, um dann reinzumoven. Ja. Also Lulu sollte den Push kriegen, halt. Als ranged. Natalia TP. Oh. Malphite ultet den Aatrox und macht Damage. Okay. Sieht fit aus. Na, Sheen schon ready. Ist ein Full-Tank, by the way. Ich werde für Frostfire, für Iceborne wieder gehen. Mhm. Ja, ja. Bestes Item heißt wieder Iceborne, ne? Ja. Sehr gut. Iceborne Gauntlet. Glaube ich zumindest. Oh, Niklas. Oh, Niklas, ehrlich. Alter. Gefährlich. Der lebt am Limit. Der lebt am Limit. Der Viego, der Viego. Komm, hau die Q ins Gesicht. Ist der TP? Und wie ist der Base? Darfst du nicht. Yolo, lauf vor. Yolo darf einfach drauflaufen. Sieht sehr gut aus. Oh, die Wex kommt auch. Die Wex ist auch, ja, das ist perfekt. Das ist ein 4-Mann-Botlane-Play, okay. Oh Gott, oh Gott. Lulu wird auch noch sterben mit der Wex-Ult, ja. Come on. Okay. Oh, Wex. Wex. Danke. So. Better than sorry. Das müssen die doch aber callen, actually. Das müssen die. Das ist das einzige Play, was Wex hier machen kann, ist Botlane rennen. Ja, sie haben es nicht gesehen, das ist richtig. Also das muss gecallt werden. Anders geht es nicht. Ja, Rammus Gaming. Ja. Ja, hat er viel gemacht gerade. Okay, yeah. Das ist der zweite Drake für Team NNO. NNW, lol. NNO? Oh, insane, wir haben hier NNO am... Ja, ich bin NNO. Ah, du bist NNO, ja. Wir haben NNN, haben wir auch. Ja. Ja, das ist sein Team, haben. Ja, ach so. No. Ja, wie heißt ihr? NNN, was? Needed. Ah, okay. Sehr kreativ, muss schon sagen. Nein, das war voll der Geistesblitz von mir. Ich finde die Abkürzung viel besser. NNN. Ja? Engage. Okay. Mit Iceborne direkt, ne? Das hat gerade einen krassen Spike, der Malphite. Oh, du bist tot. Oder? Ne, Vigo ist da, der meint. Sire macht noch nicht so viel Schaden hier. Ja, auf jeden Fall das Spiel wie Talia. Jinx darf hitten. Wenn der Vigo jetzt stirbt, ja, Vigo bekommt keine Resets. Weiter. Jinx hat Reset. Aber die Rockets machen noch keinen Damage. Das ist halt cringe. Raumflasht. Hat die eh? Hat nicht gehittet schon, weil sonst wir mit der Kamera gesprungen. Alter, Malphite Damage mit dem Item ist ja geil. Ja, das ist nasty. Kann er einfach diven, I guess, auf der Wave. Ja, der muss backgehen. Das ist auch cocky, Big Pot. Ja, das ist ein bisschen ähnlich, dass Malphite noch kein Anti hat. Der hat keine Ignite gebaut. Out. Mitgenommen. Oh, das Stain ist gefährlich. Der lebt am Limit. Wenn er die Wave geklebt bekommt, ist fein, wenn er die Qs hat. Okay, schneller Herald Botlane. Das ist gutes Geld. Bisschen unlucky, dass Aramus das Gold nimmt, bin ich ehrlich. Hätte er Base gehen können. Für Full Gold an Jinx. Du bekommst das Gold, glaube ich, sowieso. Wenn du ein Herald Place bekommst, du das Gold immer, denke ich. Dann ist Charge Gold. Also du kriegst ein bisschen ja. Gold vom Charge, aber nicht mehr Platings. Ah, okay. Also die kriegt mehr Platings, ja, so oder so.
Aber Niklas hält sich eigentlich ganz gut. Mhm. Auf jeden Fall auf seine Ult gerade. Glaube ich auch. Ja. 13 Sekunden oder was ist das? Ult ab. Omega Top. Die Diving Delay ist. Und? Oh, er hat's gerochen. Der hat's legit gerochen. Er hat's legit. Ne, er hat ein Ward drin, der meint. Ne, er hat's gerade geplaced. Oh, das ist gut. Das ist gut. Die anderen beiden nicht. Schön Mehrfeld Ult, aber mehr kommt man nicht raus. Oh, der Taunt. Okay. Schön. Das ist gut. Und Tops sind sie auch für die Wave anzunehmen. Ach, oh, so gut. Schönes Movement von Talia und Verlulu auch, dass sie hochgelaufen ist. Jetzt kann man vielleicht die Vex an die hat. Kein Damage. Sag's euch, die Talia kann dieses Game carryen. Lulu bisschen sehr weit vorne. Ich glaube, Arthas geht hier übrigens Cyril das first, oder? Nee, das ist kein Cyril der Alter. Sie muss. Ja? Aber ja. Oh, schön gespielt von Natalia. Ja, das baust du mal gleich. Hätte er die E gehittet, dann wäre ja, die weg. Das wäre perfekt die gewesen. Gemacht. Alter, Junge. Oh, die Rocket. Lulu Flash, Flash Cube. Die hat kein Flash. Oh, das ist der Ramos. Was der macht der so weit hinten? Oh, schön. Oh! Aber der Vio kein Damage am Ramos. Das war gut, das war gut. Das war insane, Alter. Die Jinx unter reingeschallert. Oh, Johann, das gewinnst du nicht. Ach, Johann, Alter. Noch ein Auto-Tick, die Xayah kann ulten und killt die. Wie viel Gold hat Johann auf Tasche? Noch 700 hat er noch Jahre bis zu seinem. Aber Schlucker hier, was soll denn das? Oder? Xayah hat schon Kraken. Er hat Kraken, 625 ist Kraken. Wer meint. Okay, der Melfett ist so tanky jetzt schon. Mhm. Oh, ich glaube, Bartrox könnte tot sein. Oh, der hat ja zu viel gewollt, ne? Ja. Aber leider nicht. Aber die killen den nicht, die haben nicht. Ah, doch, Talia ist da. Er hat Flash ab. Bitte die E halten. Der fährt schon, ja, also auch so reicht aber. Reicht. Na, ja, der stirbt. Ich glaube, der hat beim Movement gerade ein paar Fehler gemacht. Also, wann hat sie wieder geäht? Hat die überhaupt geäht? Ja, die hat geäht, aber nicht gut geäht. Am Anfang vom Fight. Ah, okay, ich dachte, die hat gar nicht geäht. Das war ein bisschen. Die hat geäht. Botlane hat sie so ein bisschen erholt, zwar ist immer noch viel Farm behind, aber es hat sie so ein bisschen. Die Fights haben sich ein bisschen verlagert. Ich glaube, das ist gut für Jinx, weil die einfach free also farmen darf. Das wäre auch wieder ein Radiant Game gewesen auf Braum und Slash Locket. Ja. Ja, ich hatte einfach nicht im Blick. Schön, let's go. Muss man einen Turret abgeben. Orm und Wechsel treffen mich, aber es wird trotzdem ein Kill sein, ja. Ja, die haben. Schnell Fokus am Mega auf den hinteren. Auf die Jinx. Ja, das wurde jetzt der Herald sich geholt von. Also, Arthas hat ihn bekommen. Müsste man, glaube ich, top placen oder Mitte? Ich hier noch Drake, maybe in 16. Oh, ne. Also, Drake, man ist besser Set, besser Setup für Drake. Okay, aber man kann Herald nicht placen, man schippt einfach. Okay, MF hat so viel stärker als Items gerade. Ach du Scheiße, ich dachte, der Ramos hat den Herald. Okay, jetzt ist die Frage, was machst du gegen den Malphite, wenn du Split pusht? Gar nichts. Gar nichts, oder? Weil du, ich glaube, der ist nicht useful im Split push, actually. War das hätte hier Sandra gehen können eventuell, oder Cyril das first? Geh mal auf Malphite, ob der Demolish hat. Demolish? Ob der Demolish dabei hat. Muss einfach nur auf seinen draufklicken. Was muss rechts ich drauf neben seinen, klick auf ihn, dann rechts neben seinen Movement Speed auf diesen Pfeil. Moment, das muss ich jetzt. Bei seinen Stats, den Movement Speed auf diesen Pfeil rechts, dann ziehst du deine Ruhe. Der hat Conditioning Nein, also Overgrowth. Dann soll er einfach das Zeitlernen chillen, wenn er das will. Er kann trotzdem Zeit lernen, ja. Ja, ja. Aber ist halt nicht so krass wie mit Demolish. Ja, das ist richtig. Conditioning Overgrowth. Ist halt nicht so useful für Zeitlernen, actually. Also. Ja, ja, ist richtig. Das ist halt das Ding. Oh, die haben halt schon Soul Point. Value. Ja, die anderen müssen fighten, die haben halt immer. Die Botlane wurde immer schön hops genommen, kurz vorm Drake. Hat immer entweder Overexhand oder wurde halt gedived zwischen Tattoos. Schön. Oh, der TP von Natalia. Herald vielleicht. Herald ist aber safe. Bitte place einfach Herald für die zwei. Die ist halt für Vega auch sehr nice. Ja, aber die ist nicht so stark wie andere. Nee, nee, nicht so stark, aber ist trotzdem ganz nett. Ja. Ich glaube Hexag und Mountain wäre hier. Hexag, Mountain und Infernal wäre hier schon sehr viel schlimmer. Auf jeden Fall. Gerade für Vigo wäre Mountain ziemlich nice. Ja, also Nasty. Schöne E und W-Kombo. Ach, schöner Braum, E, schöner Braumschild. Macht so viel Damage, Alter. Oh, schön Disengage-Ult, aber doch, man kriegt sogar einen Herald nach. Aber Braum musste flashen.
Man kriegt ja einfach den. Man kriegt den nicht hier. Oh, gute Lulu-Ult. Du kannst auch einen Charge, kriegst sogar noch Deutsch mit Herald. Thomas kommt aber. Die Wechsel, wenn die Wechsel-Ult hat, können die Wechsel ein bisschen aufräumen eventuell. Wir müssen raus. Ja, ja, einfach raus. Ich glaube, wenn Aatrox hier mehr HP hat, kann man die Xayah killen, actually, weil die darf da nicht so stehen. Ja, ja, so gerade so überlebt halt, ne? Lulu halt. Ja, lucky, lucky. Ja. Ich weiß nicht, war der Thomas gestunt? Vielleicht von WoW? Der Aatrox war lange unter dem Turret. Der hat halt, ich weiß nicht, vielleicht wollte er einfach den Kill geben. Wahrscheinlich, hat auch einfach nur getankt, irgendwie so zu lange. Ja. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall sehr lange getankt, das meine ich damit. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie ich den Vego-Bild finde gerade in dem Game. Brocken? Also, Brock wäre halt echt wichtig mittlerweile, weil man halt wirklich gar kein Damage von Ramos. Brock ist kein Item-Bild mehr. Du gehst echt? Dann du gehst dann Thunderer into Black Cleaver. Rushst du nicht Black Cleaver auf Diego gerade? Du gehst gefühlt auf jeden Jungler Black Cleaver. Jeder Bruiser Jungler baut Black Cleaver. Das ist so busted, das Item. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht hier, weil du bist ein bisschen sustained und du auf jeden Fall sehr hart brauchst hier. Ja. Du hast halt auch Divine Cinder ist halt auch einfach ein gutes Item auf Diego. Auch wenn sie halt diese Crit-Chance gemacht haben auf seiner Q, wo er jetzt critten kann und sich ja mehr heilt und sowas. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Wein und Black Cleaver schon noch sehr, sehr stark. Oh, schön von der Talia. Ult raus. Man kann jetzt mit Ramos hier rein. Reaktion vom Raum, aber. Die müssen raus. Die vorbei. Ja, raus. Ult und Ezi sind super safe mit Gelfos oder. Nee, mit. Oh, schön von der Talia wieder. Das war. Vego hat sie aber. Zeig hat hier nicht wirklich, leider. Jinx Gaming. Ist fein. Er steht einfach still. Okay, das ist ein Nash. Der Vero ist halt noch unter ihnen, vielleicht können sie den noch abholen. Ja, den kriegen sie actually. Ja, müssen sie. Sehr, sehr schön. Okay, nice. Das ist ein Free Nash? Nee. Ich go nicht. Doch, stimmt. Ich hab grad gedacht. 30 tot. Ich dachte, der die Jinx wäre tot, der Johann, aber falsch geschaut. Die Talia gestorben, ist insane. Die Talia hat den Fall super gut gespielt, das war gerade Fight Win. Talia hat so gut. Leider stirbt sie halt, weil Vero auf sie ulten kann. Aber jetzt war ja schöne WS geplaced. Ja. Hat die Ult geforst und dann nochmal drei Leute getroffen. Und das meine ich, Vego ist nicht tanky. Vego geht halt, der braucht einen Reset, der Vego, sonst ist der useless. Ja. Wir wollen fighten. Oh! Und der Melf hat TP'd, Melf hat flanked. Ja. Insane. Flank vom Melf. Ich kann nochmal hochholen auf die Lulu. Warte, das ist noch ein Kill. Ist Talia gespawnt, bevor der Nash ausgekillt wurde? Weiß ich nicht. Aber ich kann mal schauen gleich. Die ist sehr nah schon am Fight, deswegen. Er hat einen Nash-Buff, ja. Oh Gott, das ist so insane, Alter. Actually. Man hat zwei Kills für Nash getradet, aber man hat TP auf dem Malphite raus. Also leider ein perfektes Seelen-Setup, ne? Also. Oh. Und schöner Engage auf hier auf Italia. Ja. Der hat schon wieder Ult, das ist schon ein bisschen kriminell. Ja. Oh, das ist der Cooldown. Das ist krass. Der hat 76 Sekunden auf der Ult. Schon sehr frech. Man kriegt jetzt wahrscheinlich. Aber der ist erst Level 12, lol. Es wird noch kürzer. Ich glaube, ich gebe eine Seele ab, I guess, als blaues Team. Und spiele für Elder. Man hat, glaube ich, keine Wahl. Also. Du musst abgeben. Der Lea holt rein für Tempo oder sowas, aber man wird ja bei Onspawn starten. Ja. Weil man hat. Naja. Okay. Und Rex ist out of position. Dead Flash? Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich die Ludens finde, actually, hier in dem Game. Alter, das knapp. Darauf hast du ja einen Steal, holy shit. Was also kurz geleckt hat, gefühlt. Und dann, du siehst nur ein AD-Carry hat es geslayed. Ja. Und es kam kein Smite raus, Alter. Okay, Seele, das ist was. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier Ludens finde auf Talia. Ich glaube, es ist gegen Vigo actually immer noch ganz gut und gegen Vex, weil Vigo auch nicht so gut nicht tanky ist. Ja. Ich glaube, ich finde hier Leandris trotzdem besser, oder? Einfach nur wegen Malphite. Ja. Also, glaube ich. Malphite hat null Magic bis das bisher, ne? Ja, also sie macht ihn trotzdem, killt ihn trotzdem extrem schnell zurzeit. Aber ich. Also ich glaube, so wie die Gegner Itemized haben, ist wahrscheinlich sogar der bessere Bild. Ist die schon wieder tot, Alter, weil er ja, Ultra. Das ist so dumm. Aber die dürften da Nebenleben langlaufen, während Top Tier 2 noch steht. Sie haben halt auch kein. Die haben Tier 1 Top nicht, also die Tier 1 kann dort nicht sein. Ja, die haben kein Business da zu sein. Die müssen entweder zu Vierter hochmoven. Also spätestens jetzt müssen sie ganz schnell raus, weil sonst wird es ein Desaster. Müsst ihr raus, please, guys.
Blockt einer für Talia, bitte, bitte, bitte. Talia ist schon. Nicht. Oh, Johann. Johann darf raus. Die... Nein, Backport. Ah, der hätte einfach im Busch backporten sollen. Die hätten es nicht bemerkt. Ich weiß nicht, ob er da noch rauskommt. Aber ja, halt so kommt er nicht mehr raus. Oh. Oh, er hat Flash gezogen. Ist auch sehr gut. Wieder erholt, wieder erholt. Meine Güte. Die Flash ist auch nicht schlecht. Warum ist Johann hier nicht AI Second gegangen? Das habe ich mich letztes Game auch gefragt. Der hat auch wieder Phantom Dancer Second gebohrt. Hat er keine Patch Notes gelesen oder was? Aber Julian meinte, es fühlt sich gut besser an als was AI. Denn? Phantom Dancer. Ist ja, richtig, das hast du auch gemeint. Aber weil du über die Rockets mehr Damage machst. Du misst doch so viel Damage, actually. Ich glaube, also Last Time Updates ist actually Phantom Dancer besser, weil du mit den Rockets so viel Damage hast, dass das okay ist. Ich schau das jetzt nach dieser Washed Up. Also es fühlt sich auf Jinx scheiße an, die Sekten zu bauen. Hey, washed up, Midlaner. Was bist du gerade, Ori? Wollte gerade sagen. So, weil ich bin genauso wie du. Okay, krass, ich bin Silber 1 hier. Also, glaube ich. Ja? Wieder, okay. Okay, krasser Ketchup wie die Vex hier. Vex ist tot, ja. Schön. So, wir gucken mal. Ich glaube, das ist aber zu deep. Obwohl. Oh, das war so eine schöne Ult von der Talia. Ult, ja. Das war insane. Oh, wow. Wir waren eigentlich im Fight die ganze Zeit. Nicht dran laufen. Aber die Talia hat die Wall so perfekt geplaced, dass sie die Xayah, die Xayah abschneidet. Das war wirklich schön. Ich hab's euch gesagt. Das ist wirklich die Fight, das kann ich sehr entscheiden, ne? Weil eigentlich sind die starken Rules zu fighten. Ja, also das ist... NNO. Aber... Ja, ich verliere es. Eben konnte der Vigo konnte gar nicht mithalten, bis du die Ding tot war, die Xayah. Also, ich gefühl dir ehrlich gesagt was anderes auf Jinx Second. Manche gehen AI, manche Rapid, manche PD. Hey, Johann, Rapid ist ja auch scheiße. Rapid doch, wenn du so gegen Varus spielst, dann gehen manche das. Gegen Varus Aphelios gehen die das. Ich muss sagen, MVP bisher finde ich Talia. Die performen super gut. Manche gehen sogar Runans 2 Second, by the way. So, gehen eigentlich alles. Ja, ich hab's gesagt, Talia ist ein Smurf-Pick hier. Guys. Also das Game ist halt wirklich noch sehr, also... Es ist noch plausible für... Natürlich, natürlich. Der Mindfight muss eine krasse Ult treffen auf die Backline und ist fucking over. Du siehst halt meistens, dass in Teils wurde die Xayah irgendwie gecatcht. Und dann hat sie halt schon alles raushauen. Sie hat quasi ihre Ult schon rausgehauen und ihre E und konnte dann nicht mehr wirklich mithalten. Ja, genau. Wenn die wirklich normale Fetten kämen, würde das gerne noch ein bisschen anders aussehen. Wollen die sind ja wirklich so stark gerade. Die wollten Lulu catchen, ja. Ist, glaube ich, aber nicht gut. Ja, das Team ist da. Jinx hat aber erst zwei Items. So viel Damage macht die Malphite nicht. Da kann die eine Weile drin stehen bleiben. Bekommt gar keinen Schaden von der. Die Ult? Jinx Ult? Oh, der Talia ist da. Talia ist da. Gar kein Damage. Oh! Jetzt das erste Mal. Oh, der Aatrox ist auch echt big. Oh, der stirbt aber fast von den Xayah-Federn. Der Xayah hat sehr lange gar nicht mitfighten können, weil die Auto. Oh, der stirbt aber. Nee, der überlebt. Oh, eine Crew Mist. Nee, Auto-Attack, Auto-Attack. Der Fiat hat. Die Ocean Soul am Ring halt, by the way. Okay. Das war super. Das war super. Es wäre gut gewesen, wenn der Xayah da in Position gehabt zu finden. Muss können enden. Wenn die enden, die haben. Oh, die haben kein Mid-Turret. Kein Mid-Tier drauf. Die gehen Finish. Die gehen Finish. Oh, aber Johann geht nicht Finish. Johann, ja, hallo? Johann mit Inhib. Die haben... Oh, doch. Ne, Moment. Das war nicht gut vom Johann, so lange wegzubleiben. Das gibt denen zu viel Zeit. Oder die für Wissner für Tempo, meine ich. Ich glaube, ich wäre extra für Inhib gegangen. Die müssen jetzt für Elder gehen? Ja, da kommt also der TP-Flank, der Flank von Malphite. Muss ja raus, unten raus, unten raus, unten raus, unten raus, unten raus, Geyser, ach Gott. Ne, der geht TP hinweg. Oh! Es ist vielleicht auch noch, Catch. Das ist ein krasser Catch, weil jetzt Seelis, Elder ist ab in 35 Sekunden. Ja, und jetzt ist Talia 50 Sekunden dead. Das ist ein Nash weniger und man kann Elder Talia ist 15 Sekunden, doch 50 Sekunden nicht. Aber, Malphite-Ult ist draußen für den Fight, das ist schon wichtig. Wie lange hat die Cooldown? Der ist Level 14, 80 Sekunden. Aber nicht bevor Talia wieder lebt, so. Und jetzt auf TP ready. Ja, das ist gut. Sie muss halt stallen, irgendwie. Weil der dann kann er einfach starten. Und mit Wechselt turnen, I guess. Aber Nash spawnt in 4 Sekunden, Talia in 18. Okay, man kann es eigentlich schon rushen.
Go über Botzeit rein. Jungs, ihr müsst los. Sehr krassen DPS hier. Was macht ihr? Man will pullen. Okay, man pullt. Lauf doch über Botzeit rein. Team Gewinner ist unentschlossen. Die wollen auch nicht drin. Hallo. Wenn wir weiter zögern, sind einfach älter. Okay, Jungs, hallo. Bitte tut irgendwas. Der Raum ist für drei. Oh, Niklas. Okay, Niklas dachte sich so, ich mache jetzt irgendwas. Oh, es ist aber. Oh! 5000 Mann und aber Elder haben sie gekriegt. Sehr guter Spot für. Okay, wir haben den ersten Reset bekommen. Vex kann ulten. Ja, ah, okay. Das ist Game. GG. Oh, und Vex die Zeit. Oh, mein Gott, Johann. Sie trifft. Hitbox. Oh, das war's Game. Digga. Oh, doch, eine Ult. Was ist mit der Vex? So ein Midlane, der von beiden aber. Also beide Midlane waren echt gut, dieses Game. Dieser Series. Oh. Ich call's Indecisiveness, Div. Ja, sie wussten nicht, was sie machen sollen. Der Call war wahrscheinlich einfach nicht klar. Und haben dann zu lange gezögert und einfach nichts gemacht. Also ich glaube, du musst aber eine Botlane reinmoven, weil das Botlane Prio. Du musst aber eine Botlane rein und fightest sie dann. Und kannst Zeit rausholen, bis Talia TPen kann. Und dann kannst du ganz einfach spielen. Oh nein. Ja. Lolo, please, warum? Jedes Mal. Ich könnte mir so gut vorstellen, dass das Niklas war dann irgendwann im Pit. Das ist keine Absicht da mit der Blast. Glaube ich auch. Glaub ich glaube, das war auch. Ja, das kennen sich hier paar Leute aus. Ja, das ist die Frage. Hat er das Polplay gemacht oder hat er actually reingeholt? Du erstellst, du war. Was lachst du so dreckig? Dein Play bei der Blast geholt. Ja, meine ich Auto-Check aus Versehen die Blast geholt, reingeschmissen, Mann. Es war so knapp im Winkel, dass ich fast nicht reingeschmissen wäre. Ich bin wirklich so knapp nach rechts rein. Das glaube ich nicht over. Das habe ich gespeichert. Wir haben einen Mid-In-Map gemacht, die alten Gnifer. Oh. Ich weiß nicht, warum die nicht enden wollten. Da gab's eine Szene, Ochi, wo da die Vex im Botlane beim In-Hip dived, nach oben rausläuft und der Cannon sie einfach fightet und killt nach 10 Sekunden. Geil. Das ist ein Highlight. So, was passiert jetzt? Wie lange ist Elder noch, Paul? Drück mal auf einen drauf. Die hat keinen Elder. Was? Warum hat die keinen Elder? Ich sehe keinen Elder. Genau, hä? Elder geht nicht lange. Elder geht irgendwie 2 Minuten, glaube ich, 15 Minuten. Ja, da ist er. Wieso hat die Vex sie nicht mehr? Ist sie gestorben? Ja, die ist gestorben, ja. Noch nicht mal lange haben die Elder. Aber da wird die Talia leider. Seraphs Gaming? Sehr schön, sehr schön. Okay, Ich die Entscheidung jetzt den Botlane T2 zu pushen. Einfach noch ein paar Objectives zu holen. Okay, das ist ein sehr cocky TP vom Artrox. Aber die halten dadurch den Turret. Kannst actually halten, ja. Das war. Fighten dürfen die aber nicht. Also. Ich dachte, du musst CP nur Tier 2 zu halten. Also das heißt jetzt kein TP, das ist halt beim nächsten Objective so. Ja, das. Ich glaube, du brauchst hier actually. Also ich glaube, okay, ein Cringe. Pause. Den einfach die Zeit und droppen können oder sowas. Und kriegst du nicht genug Wave hier. Ja, das. Ich glaube, das willst du halt einfach. Ich glaube, du willst halt kein Standing Gold geben, weil das ist der letzte Auto. Nee, der vorletzte Auto-Turret, der stellt. Aber jetzt beim nächsten Objective, wenn Nash up ist, kann einfach Finn Botlane gehen, durchpushen und Atrox muss jetzt zum Nash auf, weil das nicht beantworten kann. Ich glaube, Finn ist glaube ich, terrible für Sideline hier. Der wird, glaube ich, das nicht kriegen, actually. Ja, aber wenn er gegen Atrox Sideline kann er einfach halt dann rein tippen. Also wenn er keine beantwortet, kann er einfach in-Nip nehmen. Ja, gut, ich glaube eher, die brauchen den halt. Also ich glaube, 4v5 oder 4v4 ohne Malfight gewinnt actually Blue Set. Oh, da gibt's wieder den obligatorischen. Standpause. Hm. Oh, mir gefällt es, dieses Trinket-Geräusch im Hintergrund zu hören durchgehend. Das ist voll geil, befriedigend, ja. Das höre ich nicht, schon jedes Game 50 Minuten lang, weil ich die ganze Zeit spam. Supporter. Supporter, wenn sie. Supporter, wenn sie eine gegnerische Ward geplaced sehen. Oh, Lulu, please. Oh, no! Aua. Da hat er sich, glaube ich, kurz ein C angestoßen am Schrank. Mit der Ult. Naja, dann warte mal halt eben nochmal. Aber beide ADCs sind sehr stark jetzt, ne? Also beide haben 3 Items, Spiken sehr heftig. Ja. Also beide sind sehr krasse Hyper-Carries hier in dem Game. Ich frage mich aber, ob die Jinx Schaden machen wird am Malphite. Last Whisper. Ich glaube schon, ja, Last Whisper, die ihre 3 Items, die wird schon Damage machen. Aber Ubis Malphite ist schon sehr tanky. Ich hätte noch LDR nicht ready. Ich glaube, LDR ist mal wirklich LDR, weil der so tanky ist.
Ja, der hat in 10 viel. Da kann ich mal kurz schauen, wie viel Armor. Ah, ich kann ihn während der Pause nicht schauen. Ja. Das ist ja cringe. Ah, doch, kann ich. 600 Armor. Der hat 600 Armor. Geh mal auf Ramos. 278. Ramos hat aber seine WM. Er muss seine Dings anmachen. BWB muss er machen. Holy, die Passive gibt ihm ja insane viel. Die gibt ihm 285, während er sein Schild hat. What? 95 ohne, lol. Es ist ja, what? Okay. Ja. Der kriegt nur 86%, also da bringt der Last Whisper nicht 18% Armor Pen. Während er sein Schild abhat, okay. Aber, Ich gehe mal auf die Jinx, hast du die Runen, die noch dabei? Der Cut und Zettel bei uns ist zu Menschen. Geh mal drauf. Ob sie was dabei hat? Sie hat Coupe de Gras dabei. Ob sie Cutdown dabei hat? Sie hat Coupe de Gras dabei. Nee, die hat Coupe de Gras. Also, wenn man nicht so. Also, fehlt noch ein bisschen der Damage gegen Tanks hier. Oh Gott, Brudi, das gibt Ärger. Jünger, by the way, ist Spectiva gebaut. Ja, das hat er bei Spectiva. Sonst ist er auch viel zu squishy in der Camel King. Ja. Es gibt so ein Full-Crit-Bild mit Sheepbow und dem ganzen Bums, Sheepbow Infinity, Essence Reaver. Da bist du so ein bisschen ist das das richtige Wort gerade? Obligatorisch? Ist ein Pseudo-Tanky. Falsch Wort benutzt. Deutsche Sprache. Obligatorisch Tanky, okay, auch hier. Ja, das war gerade falsch. Steckt dir der Wein zu Kopf oder was von der Arbeit? Ja, ich hab noch nie dort, Alter. bist du metaphorisch, Alter, danke! Bist du Pseudo-Tanky? Bist du metaphorisch Tanky? Alter, ihr seid ein Schild. Ich hab heute nicht so viel denken müssen. Ja, ist fein. Dritter Akt? Nein. Nein. Ich laber auch schon die ganze Zeit. Virus-Zeug. Das ist nicht schlecht, dass sie da so gesplittet sind. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Oh, da willst du nicht reinmoven. Ah, oh, okay, die sind aber noch so weit weg. Das ist fein. Es ist mal ein gutes Nash-Setup, ne? Man kann die Banner rauspushen. Mit der Banner-Rap zusammen. Achso, das ist ein Malphite-Angle. Oh, schön. Nicht so gezippt nicht, aber es reicht wohl, Dings ist tot. Das ist huge. Ist over. Ramos kriegt gar keinen Schaden, aber Lulu ist fast tot. Ramos kriegt gar keinen Damage. Ich kann richtig geil hitten hier in dem Game. Also in der Runde. Das ist so. Ja, ich wollte gerade sagen, Aatrox hat Flash, da kann die Xayah fast one-shotten. Ja, okay. Xayah hat Ult und ready, ne? Talia killt in der Reihenadi währenddessen ein bisschen. Schön. Das war der erste Fall, wo Xayah, also einer der wenigen Fälle, wo Xayah nicht direkt ulten musste. Schön gestalkt. Wo Jinx relativ fix draus hatten. Sonst hat Jinx ja relativ lange gelebt. Aber es war ein bisschen delayed gerade die Wall, das ist ganz gut. Ja. Haben 50 Sekunden auf Jinx, das können sie halten. Muss ich überlegen, was jetzt macht. Nash kann man machen, genau, das ist eine gute Entscheidung. Also du musst sie auf jeden Fall nicht contesten, obviously. Hast du ein Ward für Talia? Nee, du musst wahrscheinlich auf Turbo FTP. Also die können einfach im Jungle stehen bleiben, dass dich einfach drauf ulten oder sowas. Aber das Setup. Also Japan's. Oh no, oh no, oh no. Oh, was machen die? Er hat keine Ult ready. Brauch mal der Bubble. Talia. Okay, darum muss es insane tanky, never mind. Aber das ist ein guter Spot für Xayah hier. Talia. Ah, Xayah müsste hitten. Okay, ich hab nicht erwartet, dass sie das überleben. Ich hab gedacht, die sind dead. Malphite Flash raus. Malphite Ult. Ja, Malphite ist super tanky. Aber jetzt kommt Vigo nochmal dazu. Malphite hat jetzt Ult. Die Talia und die Jinx müssen so aufpassen. Oh, schön. Oh, schön. Wechsel auch noch. Oh mein Gott, das ist das. Das ist die Kombo. Schöner Follow-up. Und die. Diese Ults sind einfach so schön, diesen Fights. Bewegung halt zusammen, ne? Die klumpen halt auch ein bisschen zu arg. Also, ja, also es ist halt ein bisschen so. Manfred hat erst einen Impact so in den letzten beiden Teamfights actually ein bisschen gefunden. Wir werden jetzt finishen wahrscheinlich, ne? Also, man muss jetzt finden, auch durchziehen. Wenn jetzt nicht durchziehst, ist ein bisschen scheiße wegen noch. Okay, gut, TP, ja. Okay, die Italien sieht tot aus. Nee. Okay, sie muss flashen. Noch lebt sie, aber jetzt ist Game. Das Game. Dream. Das ist ein 2-0 dann für. No. NNN. No Need Winrate, NNW. Oder? No Need Winrate, NNW, genau. Da haben sich seinen Obermann abgeguckt. GG an beide Teams.
GG. GG. Damit ist No Need Win Rate momentan auf Platz 1 zusammen mit Pain minus Pitch und beide Teams 2-0. Ich meine, Interviewpartner suchen wir. In der Gruppe B. Bitte nicht zeigen, danke. Ich gehe mal hochfragen, ja, ob die Lust haben. Jo. Bitte nicht Tabelle zeigen, danke. Bitte nicht Tabelle zeigen, weswegen? Ja, nee, weil da steht kein gutes Ergebnis. Ach so, das habe ich schon gezeigt. Cringe. Dein Ergebnis. Ja, da habe ich schon gezeigt. So, während der nochmal fragt, ob wir da. Ein Ding kriegen, ein Interview. Hast du nicht morgen ein Game? Ich kann. Ja? Nee. Das ist Thomas ein Team gegen Pain minus Pigeon morgen. Ja, ich das, bin aus. Uff, das wird, glaube ich, ein Böller-Game. Beide Teams 2-0. Ich glaube, das kann richtig insane spannend werden. Ja, das ist, das steht und fällt wieder, hier, das steht und fällt mit dem Jungler. Servus. Guten Tag. Hi. Na? No need win. Wie fühlt es sich an, von deinem Top-Lane gecarried zu werden? Weiß ich nicht, das ist nicht passiert. Gut, also im zweiten Game wurde ich schon ein bisschen gecarried, aber die hatten auch Ramos. Das Game habe ich gesehen, sorry. Ich kann das halt gerne beurteilen. Also ich fand, das waren beides Teamleistungen. Beide Games. Einfach ein Eon, Mann. Aber schon Solo-Carry von dir, ne? Also, die sind schon alle scheiße außer dir, oder würdest du auch so öffentlich sagen? Nö, würde ich nicht sagen. Also ich finde, das haben wirklich eigentlich alle gut gespielt. War natürlich ein paar Stellen vielleicht die Kommunikation noch ein bisschen unklar. Wir haben auch, das waren jetzt das dritte und das vierte Game, was wir zusammen gespielt haben im Team. Dafür fand ich es eigentlich echt gut. Ne? Ab und an ein bisschen zu viel gewollt. Aber besser als zu wenig gewollt. Ne? Ja. So, ach mal, einfach tiefgründiger Statement. Also. Einfach ein Statement raushauen. Dann halt auch einfach, also easy Elder Flip gewonnen und dann die Elder Flip gewonnen, alright. Da war nichts irgendwie wackelig oder auf der Kippe. Wie erklärst du dir eigentlich diese gute Performance, obwohl du mitgespielt hast? Also bist ja richtig scheiße, muss ich mal ganz offen jetzt einfach so sagen. Aha. Hm? Also von Leuten, die sich nicht mal trauen, mitzuspielen, hier, muss ich mir sowas nicht geben. Ich weiß schon, wie gut ich muss. Paul, ich muss was sagen. Ja, ich bitte. Ich bin der Baus, weil dann so Thomas den Streit mit Julian und Julian, weil Julian das so herausgeschwört. Das ist auch kacke. Ah, ich stand. Du wirst morgen geowned und wenn du gewinnst. Dann spiel ich gegen dich. Ah nee, du wirst nächste Woche geowned und so. Nächste Woche, ja. Morgen gehen wir gegen den Tobi ran. Ich glaube, das ist ein bisschen gefährlicher. Der Jungler ist halt stark. Das Team, aber das wird schon. Der Tim hat da schon Sachen am Gucken, sage ich mal. Ah ja, okay. Ich bin jetzt mal ganz so frei und sag, Tim ist hier weggestompt, von dem bin ich jetzt ehrlich. Nein. Ohne es hier so zu also, sagen. Ein anonymer Jetter sagt ja hier, die Jungs wissen, was sie wollen, das holen sie sich auch. Warum hat das jetzt geschrieben? Ja. Dieser LinkedX123, weiß nicht, wer das war. Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich finde, der hat einen guten Punkt. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber war schon, also die Gegner haben natürlich auch stark gespielt. Gerade jetzt das zweite Game war ja echt knapp. Das erste auch eine gewisse Zeit. Erste war auch nicht schlecht. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen härter outdrafted als im zweiten. Ich habe eine Frage. Warum nicht Xayah Rakan? Wir wussten ja, dass ihr es picken wollt. Auch gerade im zweiten Game, im zweiten Draft. Also im ersten Game war es, Moment, da haben wir den Braum ja auf 3 gepickt, glaube ich. Mhm. Und da hatten die schon viel Engage oder so. Und dann war uns das lieber. Hatten wir schon die Lulu gesehen und Judo wollte nicht so gerne Rakan gegen Lulu spielen. Okay. Und wir wollten halt Disengage haben. Ja, im zweiten Game war eigentlich der Gedanke ähnlich. Also für die Lane wäre Rakan natürlich krasser gewesen, weil wir hatten jetzt nicht so insane Kill Pressure auf Jinx Lulu, wobei das ja auf Level 2 trotzdem geklappt hat. Das war geil. Sagen, normalerweise wird Yodo hier an der Stelle. Aber hast du nicht mit Braum trotzdem immer sehr viel Kill Pressure, einfach nur wegen der Passive? Ja, aber Jinx Lulu haben halt so viel Range und also die müssen halt nur die Qs dodgen und selbst wenn die Q trifft, das ist kein garantierter Kill. Das ist halt also nicht vergleichbar mit einem Rakan, wo, wenn die W sitzt, der Kill halt da ist.
Ja, aber wir haben den Braum halt eher fürs Game als für die Lane gepickt. Und ja, da war er, glaube ich, auch hier ganz gut. Ja, ja. Weil nur der Peel war schon ganz angenehm für mich. Ich wurde nur ein, zweimal von Rammus gecatcht. Ja. Also, ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Also dann stelle ich mal die Frage, gegen was hättest du absolut keinen Bock gehabt zu spielen auf der Botlane? Ja, sag mal so ganz offen. Sag mal ganz offen und ehrlich, was nicht so will Spaß ich jetzt macht. Nicht unbedingt, so unter uns, Thomas. Sagen, bevor ihr jetzt noch so ein Phantom-Bee zuhört. Der das also ganz unter uns, was würdest du jetzt also sagen? Ich glaube, Yumi und Milio würde ich echt ungern sehen in meinem Game morgen. Ach, stimmt, ab der nächsten Woche ist mir das eigentlich egal. Dritter Spieltag. Ja, am dritten Spieltag ist es mir wurscht, schon. Aber so nächste Woche will ich die irgendwie, da mag ich die nicht so. Ach, stimmt, ist ja für euch der zweite erst. Ah ja. Ja, ja. Dritter Spieltag ist erst gegen dich. Oder, oh. Eieiei. Bis dahin habe ich auch kein Problem mehr mit Milio und Yumi. Doch, das ist immer noch Milio Gaming und Yumi Gaming. Naja. Aber ich freue mich auch schon, hier jetzt die Ergebnisse eintragen zu können. Also kannst du einfach Screenshots schicken, Schatzi, wenn du es nicht möchtest. Nee, ich mach das, wenn ich gemacht habe. Das ist eine sadistische Ader, macht das. Ich muss das nur machen, wenn ich verloren habe, weil dann will ich das nicht mehr sehen. Ah, verstehe, dann mache ich das selbstverständlich gerne. Also wenn du gegen mich verlierst, trage ich es ein. Aber das wird ja nicht passieren mit dem Verlieren in dem Turnier. Also er wird es dir dann nächste Woche schicken, Paul. Mhm. Ich weiß schon, dass ich definitiv Xayah bannen werde, keinen Bock drauf. Ja, da habe ich mich ein bisschen angegriffen gefühlt, dass ich die zwei Games bekommen habe. Ja, das war schon ein bisschen Front, ja. Aber ich denke, also gut, ich glaube, ich hätte in beiden Games krasser spielen können, aber war guter Pick, gut gespielt. Trotzdem gezeigt. Ich glaube, das wird ein Solo-Q-Win-Rate nicht unbedingt was mit meiner Performance zu tun hat. Ich spiele einfach sowas wie Ashe oder Weiger auf der Botlane, da wirst du keinen Spaß haben, Thomas. Irgendwas finde ich schon, was ekelhaft ist. Keine Sorge. Pass mal auf. Naja. Auf jeden Fall gut gespielt. Auch die Gegner haben auch actually gut gespielt. Die Talia zweite Game, was ich gesehen habe, insane. Mann, das war schon ein starkes Spiel eigentlich von allen. Dann kannst du gerade noch mal schnell bitte dein Passwort, deinen Benutzernamen mal für alle nochmal sagen. Und dann sind wir auch durch. Deine Bankdaten? Mir fällt gerade kein Joke. Ah ja, also wir haben ja vergessen, Julian, wir haben das letzte Mal eine Umfrage gemacht, ob der Thomas singen muss. Das Pfeilslied. Das steht immer noch offen. Genau. Du musst singen, oder was? Auf sie kann man mal singen. Lange verjährt. Nee, da verjährt nichts. Ich hab hier gerade einen Pieper am Ohr, die Rechtsabteilung, die haben mir gerade hier gesagt, das ist noch nicht verjährt. Erst wenn du es gemacht hast, ist es verjährt. Aha, okay. Hallo, ja. Wenn ich da Karaoke für kriege, dann. Okay, ja. Also spätestens. Ich schick dir das Video. Spätestens beim Grillfest will ich das aber hören. Da muss es gesungen werden. Also ich kann von mir aus den Text nachgucken. So, ich hab's dir schon, ich schick's dir. Du kannst Palin nicht auswendig, Thomas. Also den ersten Vers würde ich hinkriegen. Das ist der Aufnahmeschwur bei uns, du musst es einmal vorsehen. Ja, das ist nicht wahr. Und dann noch ein... Wer war eine Gründung vorbei von uns beiden dabei? Check Discord. Ich hab die Lyrics auch schon. Die Lyrics. Oh Gott. Das ist ja wirklich was für so ein Live-Event, oder? Für meine Ohren. Warst du Emol Ufte Kall mit Ohr? Warst du Emol Ome Herbstag, meinst du Nevel steige See? Bist du wohl barfuß durch die Wies gerannt? Oder unabhängig bloß sie gelegt, die Aare zu und einfach bloß getrennt? Das wäre alles nichts Besonderes, sagst du, und du mischst jetzt gehen. Weil es gäbe außer der Pals ja auch noch Onnerus gesehen. Sicher hast du recht, dass anderswo erkalt. Aber anderswo ist anders und mal nicht wie in der Pals. So. Das war. Hat im Bargerloch, hat ihr Schnur gejuckt. Oh Gott. Das war so wunderschön. Danke. Das war wirklich wunderbar, Thomas, wir sind stolz auf dich. Wettschulden und Ehrenschulden. Waren zwar keine Wettschulden, aber egal. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das machen musste. Aber... Hat Max gecallt. Max wollte, dass du singst. Okay, stimmt. Ja, okay. Ja, für Max mache ich eigentlich auch alles. Das? Okay. Für uns nicht, war ja klar. Ja, eben. Bei uns irgendwie sicher. Nicht. Der Max ist halt nett zu mir.
Wenn ich wieder anfangen zu beleidigen, irgendwie ist es langweilig geworden. Er weiß, wie man einen guten ADC richtig ehrt. Alright. Ja, das war's. Bevor es raus sind, die aus dem Interview weg. Bevor es jetzt hier wieder ausartet, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke an alle Mitspieler. Es war actually sehr spannend zuzuschauen, das zweite Game vor allen Dingen. War ein Banger. Und dann, Sema, danke ich auch den Mitcastern und natürlich dem Thomas fürs Interview. Danke fürs Singen. Dann sehen wir uns morgen auch. Morgen? Wenn morgen gespielt wird. Morgen ist, spielen wir wieder gegen das Team von Phantomli. Also hier, Bane Minus Pigeon. Um wie viel Uhr ist es morgen? Um 8 wieder. Um 8 wieder, perfekt. Also dann wisst ihr Bescheid, morgen um 8 einschalten, dann singt der Thomas erstmal mal wieder die Nationalhymne. Falls. Ja. Nur wenn wir gewinnen. Aber ja. Ja, du musst es ja da vorne mal singen. Ah, dann singt es hier nicht. Schade. Alright, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao.